Filmfights. In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will, Stefan Tietze und Dominik Hammes. Heute in der Rolle des Judges Etienne Gardé. Let's get ready to rumble! Und damit herzlich willkommen zu Filmfights. Folge 2 am wunderschönen Freitagabend. Es ist ein fantastischer Freitagabend. Ich habe hochmotivierte Mitstreiter hier am Tisch sitzen. Wir sind alle schon mega aufgeregt. Wir freuen uns sehr. Ich darf begrüßen in unserer Mitte heute als Gast, aber auch natürlich als Freund des Hauses und Teil der Familie, möchte ich fast schon sagen, Dominik Hammes. Jetzt soll ich mal eine Rechnung schreiben. Dominik. Hi. Schön, dass du da bist. Man kennt dich von der Medienkuh, man kennt dich von Radio Nukula, man kennt dich von 78 anderen Podcasts. Circa. Welcher der Podcasts, die du machst, ist dein Lieblingspodcast? Ich glaube, den habe ich noch nicht gemacht. Oh mein Gott. Alles gut. Schreib ich schon mal auf. Zu deiner Linken sitzt der Mann, der niemals enttäuscht. Sie kennen ihn besser unter dem Namen Stefan Tietze. Hier ist Stefan Tietze! Hey, ich freue mich wahnsinnig, hallo. Stefan. Ich muss es nochmal versuchen. Ich dachte, ich probiere es einfach nochmal. Ja, du warst letztes Mal, du warst der Erste, der rausgeflogen ist. Das ist richtig. Was hast du dir für heute vorgenommen? Nicht in die Speedround zu kommen, weil dann fällt auf, dass ich keine Ahnung von Film habe. Also das gleiche nochmal. Es ist ein guter Plan, glaube ich. Du hast schon zu Daniel gesagt, er soll gleich mal rüberrutschen. Ja, rutsch mal rüber, ey. Nein, aber jetzt einmal nicht mal dein. Du musst hier rausgehen. Das ist auch eine Frage von Selbstbewusstsein. Ja, auf jeden Fall. Nee, komm, wir machen das. Wir ziehen das heute durch. Alles klar. Stefan, ich mag, was ich höre. Und ich mag auch den Mann, der neben mir sitzt, der gefühlt seit 16 Stunden on air ist auf diesem Sender. Aber das Beste sich zum Ende aufgehoben hat. Er hat zwar heute verloren bei Verflixte Klicks, aber wird er gewinnen bei Filmfights? Hier ist der Mann, auch bekannt als Pommes Ruppel. Nein, es ist Florentin Will! Dankeschön, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute endlich mal als Spieler dabei sein zu dürfen. Ich habe noch gar keine Frage gestellt. Ich sag mal so, auch Eddie, auch wenn das vielleicht beim letzten Mal nicht so ganz gut geklappt hat mit dir. Ja, also es gibt da noch tiefe Wunden, Zauberstab hin, Zauberstab her, Avada, Kedabra. Ich möchte dich einfach bitten, ne, sei fair und wenn du ein gutes Argument hörst, sei offen. Wer mich kennt, weiß, dass ich null nachtragend bin. Bei mir gehen Sachen da rein und da raus und dann sind die weg. Nee, also ich freue mich, heute auch endlich mal als Spieler sein zu dürfen. Ich habe gleich gemerkt, in der Vorbereitung Spieler sein ist wesentlich anstrengender. Ja. Als Judge muss man einfach nur sich hierher kommen und die Ideen von anderen Leuten scheiße finden. Als Spieler muss man sich vorbereiten. Ich hoffe, es funktioniert. Aber wir haben geile Fragen und ich habe Bock. Ich glaube, es wird interessant. Ja. Ich muss auch an der Stelle nochmal sagen, es ist tatsächlich anstrengender als Spieler. So kann ich, also schon von der Grundstimmung, in der man ist. Aber ich finde, du hast das fantastisch gemacht. Und es ist nicht so leicht, in diese Fußstapfen zu treten. Ich möchte es möglichst objektiv sein, möglichst. Ja. Und mich von persönlichen Präferenzen frei zu machen. Es geht doch gar nicht so sehr um die Punkte. Nee, dabei sein ist doch alles. Ich habe mich komplett innerlich gereinigt heute und bin einfach nur gespannt, welche Argumente ihr in den Ring werft. Und damit ich das nicht ganz alleine entscheiden muss, habe ich mein gutes Gewissen heute mal wieder mitgebracht. Es ist der Mann, der kein Internet braucht, um die Fakten zu checken, aber damit alle anderen nicht so doof aussehen, tut er so, als ob er irgendwas eintippt und googelt. Hier sitzt er in der Expertenecke, Daniel Schröckert. Hallo, einen schönen guten Abend, hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Filmfights und wie beim letzten Mal, ja, gilt auch diesmal, bitte schickt uns gerne ein paar Fragen ein für die Speedrunde, die werden wir dann hiermit integrieren und ansonsten werde ich hier über Twitter und Chat natürlich die Befindlichkeiten abchecken, wir werden immer mal wieder ein paar, wie soll man sagen, Abstimmungen zur Wahl stellen, damit ihr ein bisschen auch ein Feedback geben könnt und so weiter und so fort und ansonsten freue ich mich auf eine doch interessante Runde. Ich weiß ja jetzt ungefähr, um welche Filme es geht und dementsprechend bin ich gespannt auf sehr viele Argumente. Sehr viele schöne Argumente. Ja, du wirst mir auf jeden Fall auch ein bisschen zur Seite stehen, wenn ich mal unsicher bin. Aber für den Fall, dass es mal vorkommt, dass ich nicht genau weiß, wem ich den Punkt geben soll, dann kann ich ja nochmal mit dir mich beraten, zurückziehen. Darüber hinaus, ihr habt es gehört, die Schnellraterunde, die kommt auf euch an. Also da müsst ihr noch mal dem Daniel dann an Hashtag Filmfights am besten eure Ideen schicken. Das ist dann eure Aufgabe. Die stehen, wie gesagt, noch nicht fest. Alle anderen, die ersten vier Runden stehen bereits fest. Zu den Regeln, alle Kandidaten haben im Vorfeld, diesmal war es ein bisschen knapper als beim letzten Mal, aber es hat, glaube ich, trotzdem ganz gut geklappt, haben die vier Fragen, die ich mir ausgedacht habe, bekommen.
und mir dann ihre Antworten geschickt. Danach habe ich die Antworten in die Runde geschickt, ohne dazu zu sagen, von wem welche Antwort kommt. Das haben wir einfach aus dem Grund gemacht, dass jeder Spieler sicher gehen konnte, dass er auch, also Mitspieler, dass er auch die Filme gesehen hat und gegebenenfalls den einen oder anderen Film vielleicht nochmal gucken kann. Hat einer von euch aufgrund dieser Mail nochmal irgendeinen Film nachgeholt und geguckt? Ja. Nein. Ja. Du echt tatsächlich? Welche? Ja, achso, darf man jetzt nicht sagen. Ja. Ja, ich hatte einen sehr hoch auf meinem Pile of Shame, der endlich mal weg musste. Okay, siehst du? Immerhin. Gut vorbereitet, Dominik Hammes. Schreibe ich schon mal direkt auf. So, jetzt vielleicht noch, ich glaube, Florentin, ist es auch noch mal ein Anliegen zu erwähnen, der ein oder andere geneigte Zuschauer, der vielleicht heute zuguckt und die erste Folge noch nicht gesehen hat, sagt, Moment, das kommt mir alles bekannt, das habe ich vielleicht schon mal irgendwo im Internet gesehen. Das kann sein, denn wir haben dieses Format ganz klar geklaut. Ja. Bei unseren Freunden von Screen Junkies und wir haben natürlich auch vorher um Erlaubnis gefragt. Also wir haben wir doch. Und da kam keine Antwort und deshalb haben wir es gemacht. Nein, also wir wollen gar nicht damit irgendwie ein Geheimnis draus machen, dass das nicht unsere Idee war. Aber wir haben gedacht, das gibt's nicht in Deutschland. Das ist eine geile Idee und wir wollen das machen. Und deshalb nochmal vielen Dank an Screen Junkies für diese tolle Idee, Movie Fights. Und wir machen das Ganze jetzt in der German-Version, sozusagen das Stromberg der Movie Fights. Wir machen jetzt ganz kurz erstmal Werbung. Und dann geht's hier gleich los mit der ersten Runde. In der ersten Runde kommt die erste Frage logischerweise und ihr habt dann eine Minute Zeit, nacheinander ein Plädoyer zu halten für eure Antwort. Jeder nacheinander darf noch nicht auf die anderen Sachen, oder gibt es noch keinen Dialog. Danach haben wir sozusagen Open Mic, ihr habt dann 8 Minuten Zeit zu diskutieren, Argumente auszutauschen. Ich werde versuchen, das zu steuern, sodass auch die Redeanteile einigermaßen gerecht sind. Und dann kommen wir zu einem Ergebnis, beziehungsweise ich werde dann letztendlich entscheiden, wer hier die Punkte mit nach Hause nimmt. Alles klar? Yes, okay. Dann nochmal tief Luft holen. Wir machen ganz kurz Werbung und dann geht's gleich los hier mit der allerersten Runde Filmfights. Filmfights. Willkommen zurück bei Filmfights am Freitagabend. Zweite Ausgabe und jetzt geht's los. Seid ihr ready to rumble? Alle ready? Yes. Dann läute ich sie jetzt ein. Runde Nummer 1. Und die erste Frage lautet, und ich sag gleich mal die Reihenfolge, in der wir anfangen. Wir fangen an mit dem Gast. Warum sollte es dir besser gehen? dann Stefan, dann Florentin, okay? Yes. Alles klar. Die erste Frage lautete, nennt den besten Steven Spielberg-Film. Deine Minute, Dominik, beginnt jetzt. Steven Spielberg, ganz klar, großer Regisseur, handwerklich super, künstlerisch super, riesiges Œuvre, wie man unter Franzosen sagt. Und ganz klar, man kann die frühen Werke nehmen, man kann die späten Werke nehmen, es gibt verschiedene Phasen, aber für mich ist Spielberg ein märchenhafter Regisseur. Und nichts ist märchenhafter als Hook. Hook, seine Peter Pan-Bearbeitung, wo er die Peter Pan-Geschichte nochmal zu den Erwachsenen bringt. Peter Pan vergisst komplett die Zeit, die er in Nimmerland verbracht hat, muss das wieder zurückgewinnen, um seine Familie zu retten. Hat dann noch eine schöne Rahmenhandlung mit, wie heißt der gute Toodles, glaube ich, der seine Murmeln verloren hat, wo seine ganzen guten Gedanken, seine guten Erinnerungen sind, die ihn zum Fliegen bringen können. Das heißt, wir haben am Schluss noch so eine schöne Klammer. Wir haben einen super Bösewicht, Dustin Hoffman als Hook. Ja, also für mich in fast allen Steven Spielberg-Filmen der beste Bösewicht. Ja, ist ja auch der beste Film für mich. Ja, dann darf ich das ja auch sagen. Und geht nichts drüber für mich. Also hat mich zum Weinen gebracht, hat mich zum Lachen gebracht, auch als Erwachsener noch. Robin Williams komplett entharrt, das muss man auch erstmal schaffen. Also das war für mich schon eine Erfahrung, König der Fischer und dann das zu gucken. Okay. Robin Williams, schreibe ich mir noch kurz auf, entharrt. Könnte noch mal Pluspunkt oder Minuspunkt? Könnte noch mal wichtig werden. Für spätere Google-Recherche. Jetzt kommt deine Minute, Stefan Tietz. Also Steven Spielberg ist ein atemberaubender Blockbuster-Regisseur, wenn nicht sogar der beste arbeitende Blockbuster-Regisseur der Welt. Und der beste Blockbuster, der perfekte Film tatsächlich auf diesem Genre ist Jurassic Park. Natürlich Jurassic Park! Okay. So, es hat die Popkultur für immer verändert, es hat Special Effects für immer verändert. Du hast eine Wahnsinnsgeschichte, toll adaptiert. Du hast wahnsinnig tolle Performances von unglaublichen Schauspielern, die da auch dann teilweise ihre Karriere erst so richtig begonnen haben.
du hast eine tolle Parabel, du erzählst einfach eine Dino-Geschichte, die gleichzeitig auch eine, wie wird man Eltern und was eine Verantwortung Elternsein mit sich bringt, eine Parabel, die mir erst später klar geworden ist, weil der Film nicht nur für Ältere funktioniert, sondern halt auch für Jüngere. Auf allen Ebenen, du hast den perfekten Bösewicht Dinos. Es gibt nichts Cooles als Dinos, der einzig so richtig, richtig coole Dino-Film. Und er hat auf allen Belangen, in allen Ebenen, in allen Departments, ist einfach der perfekte Film, den du immer wieder gucken kannst und der die Popkultur für immer verändert hat und so Spaß macht. Kam mir sehr bekannt vor. Okay, das war das Statement von Stefan Titze. Er sagt Jurassic Park, also nochmal Hook, Jurassic Park. Florentin, deine Minute. Ja, Steven Spielberg hat viele Filme gemacht. Einige davon haben wir als Kinder gesehen und die natürlich auch einen gewissen Nostalgiefaktor haben, wo man dann sagt, ach geil, ich habe mir damals die Schrumpfhose angeschaut und bin mit meinem Jurassic Park T-Shirt durch den Garten gelaufen und so. Steven Spielberg hat aber auch Filme gemacht, die absolute Filmkunst sind. Die absolut perfekt strukturiert sind, die an Filmschulen jeden Tag gelehrt werden. Die, und da möchte ich dich korrigieren, der allerersten Blockbuster der Geschichte des Films stattgefunden haben. Und das kann natürlich nur ein Film sein, der beste Film von Steven Spielberg, nämlich Der weiße Hai. Der weiße Hai bringt auf die Leinwand das perfekte Monster. Steven Spielberg schafft es hier, nicht nur einen genialen Sommer-Blockbuster zu machen, den ersten Blockbuster aller Zeiten, er schafft es auch, einen wahnsinnig packenden Thriller zu machen, einen fast schon als Horrorfilm angelegten Film, das perfekte Monster, das man selten sieht, das ständig präsent ist, diese toten, schwarzen Augen, die Gnadenlosigkeit der Natur, die den Menschen komplett schutzlos ausgeliefert ist, der weiße Hai. Der schwarze Hai. Das scheine ich. Okay. Damit haben wir die ersten Plädoyers abgehalten. Ich fasse nochmal zusammen. Nur nochmal einen kleinen kurzen Überblick. Also Jurassic Park von Stefan Titze, Hook von Dominik und dann haben wir Der weiße Hai von Florentin. Da waren schon einige Ähnlichkeiten in der Argumentation. Blockbuster, perfektes Monster und so weiter. Märchenhaft. Die Runde ist jetzt eröffnet. 8 Minuten lang. Ihr könnt euch jetzt auf die Schnauze hauen. Du hast gesagt, Jurassic Park war der erste Blockbuster. Das stimmt nicht. Der beste Blockbuster, habe ich gesagt. Du hast gut. Der weiße Hai ist der erste Blockbuster. Ja. Er ist nicht nur ein Blockbuster, er ist auch der erste Sommer-Blockbuster. Und vor allem, er ist der erste Beachbuster. Können wir da eigentlich den Fact-Checker selber beauftragen? Könnt ihr gerne machen. Jahreszeit, hast du einen besseren Film? Oder? Von mir aus. Vergesst das. Ich möchte nur sagen, der weiße Hai ist der erste Beachbuster. Dieser Film hat so viel. Ich erkläre es dir. Der hat so viel in Menschen ausgelöst. Schwimmen oder was? Ja, richtig. Wegen der weiße Hai. Das habe ich auch ohne den Film geschafft. Also. Wegen der weiße Hai hatten Menschen Angst, ins Wasser zu gehen. Menschen sind ja tausendlang ins Wasser zu gehen. Und dieser eine Film. Jurassic Park haben Leute Angst, in der Zeit zu reisen. Denk doch mal ein bisschen weiter. Der weiße Hai schafft es, eine urmenschliche Angst so gut zu fassen und den Menschen einen so fucking Schiss vor Wasser zu einzulassen. Ich hatte Angst. Ein Tier über 2,5 Stunden lang. Also ich harmloses. Es ist einfach ein objektiver Fakt, dass Menschen nach der weiße Hai weniger ins Wasser gegangen sind. Badegäste sind zurückgegangen, weil das eben nicht nur ein Film ist, es ist ein menschliches Urangsterlebnis. Ja, ist okay. Es ist ein menschliches Urangsterlebnis, das so viele Menschen so stark geprägt hat für so lange Zeit, dass Menschen bis heute, siehe Shark Week, sahe hunderte Dokumentationen auf N24 und überall, Angst vor Haien haben, obwohl Haie sehr nette und angenehme Tiere sind. Aber dieser Film schafft es so perfekt, diese absolute Horrorvorstellung, dieses unnahbaren, also gnadenlosen, augenlosen Schreckens. Und funktioniert heute nicht mehr. Ja, nee, finde ich auch nicht. Du hast gerade gesagt, dass du ihn angeschaut hast und du fandest ihn fantastisch und er funktioniert heute noch. Nein. Er ist unfassbar schlecht gealtert. Leider. Ich finde auch, dass er schlecht gealtert ist. Handwerklich natürlich, aber er ist deswegen gut gealtert, weil der Hai. Ganz kurz, Florentin, lass erstmal die Argumente, warum ich super. Ich finde es wirklich einen guten Film aus vielen Gründen, die du gerade gesagt hast. Ich finde nur, dass wirklich Jurassic Park sehr vergleichbar ist, auch weil es halt auch dieses Monster im Haus-Genre ja auch irgendwie bedient. Und das macht aber Jurassic Park macht alles besser. Klar, ist auch älter. Du, ich weiß nicht, warum du sagst, der erste Boss. Blockbuster ist für mich kein Argument für den besten Film Steven Spielbergs. Das ist ja die Frage der Runde. Mhm. Und ich finde, dass Jurassic Park alles besser macht, was du gerade aufgezählt hast. Also ich finde sowohl, dass die Horror-Aspekt besser funktioniert. Ich meine, ich erinnere mich an so Szenen wie das Glas, wo langsam die Schritte vom Tyrannosaurus Rex halt zu sehen sind. Das sind oft gesehen. Das sind wahnsinnig ikonische Momente einfach. An Jurassic Park erinnere ich mich nicht, der weiße Hai erinnere ich mich nicht an wirklich Momente, sondern ich finde, bei Jurassic Park ist es einfach wesentlich ikonografischer. Und
Ich finde, sowohl der ist besser gealtert, der Film, und es ist, er erzählt die bessere Geschichte. Natürlich, die Monster, du hast Dinos. Du hast die ganze Zeit Dinos. Mega Monster, finde ich besser als, der, als ein Hai. Und du hast halt einfach auch die coolere Geschichte mit der Familie, mit Dr. Grant, Dr. Settler. Das sind viel, viel, viel interessantere Figuren. Und das vermisse ich bei der Weiße Hai einfach. Ist ein guter Film, aber nicht Steven Spielberg. Also, mir fallen jetzt zwei Sachen auf. Zum einen, keiner sagt, dass Hook nicht der beste Steven Spielberg-Film ist. Keiner von ja, euch. Weil er nicht zur Debatte steht. Weil es ist ein alter Kinderfilm. Nein, zwei, was für eine Motivation haben denn eure Monster? Fressen, ficken, fröhlich sein. Die Gnadenlosigkeit der Natur, mit der die Menschen seit jeher zu tun haben. Das ist doch keine Motivation. Nein, du kannst den Hai nicht verstehen. Das ist es ja. Der hat keine Motivation. Du kannst ihn nicht verstehen. Deswegen macht er dir Angst. Weil du ihn nicht verstehen kannst. Ich verstehe nicht. Der hat Hunger. Fertig. Der hat einfach Hunger, der will essen. Ja, aber es ist einfach eine gnadenlose, auf den Tod hingerichtete Kraft, der du nicht widerstehen kannst. Ja, du kannst sie nicht verstehen. Schwerkraft deswegen macht das auch. So viel Angst. Wenn ich am Abgrund stehe, ist Schwerkraft das Gleiche. Ist auch nicht ja, spannend, und wie viele Leute haben da vor Angst, in den Tod zu stürzen? Ja, aber das ist kinopublikummäßig sehr wenige. Also, die natürlich kaufen, hat man Angst. Aber die gehen doch nicht ins Kino dann. Ich finde, Angst ist ein einziges Argument gerade so ein bisschen. Also ja, okay, weil das keine urmenschliche Kraft ist, die den Mensch. Und natürlich, der weiße Hai hat extrem interessante Figuren. Die Hauptfigur Brody, die Angst hat, ins Wasser zu gehen, die den kompletten Konflikt des Films nochmal in sich abspielt, die mit sich kämpfen muss. Wir haben, er ist quasi der alte B.A. Baracus, der nicht fliegen will. Ja, so ein bisschen, aber wir haben drei Figuren, die unterschiedlicher nicht sein können. Wir haben Brody war vorher. Wir haben eher. Was sind die Eigenarten? Also bleibt ja, einfach wir nicht haben hängen. Ihr den treuen Familienmann, der eigentlich nur für seine Familie kämpfen will und mit einer herzzerbrechenden Szene, wo er eine Frau konfrontieren muss, dessen Kind vom Hai gefressen wurde, wohingegen er für seine eigene Familie und seine eigenen Kinder nicht den Strand schließen wollte, damit es seiner Stadt gut geht, damit es der Gesellschaft gut geht. Ist unglaublich hin und her gerissen zwischen einmal, da draußen sterben Kinder, ich versuche meine Kinder zu Hause zu beschützen. Ein unglaublicher Konflikt und er versucht irgendwie gegen diese Kraft anzukommen, schafft es aber nicht. Wir haben die andere Figur, Cooper, die versucht, als alter Seemann, als gelernter Mann da reinzukommen. Aber auch er scheitert. Er scheitert am Hai. Alle scheitern daran, bis es er schafft, seine Angst zu überwinden, ins Wasser zu gehen und in einem absoluten genialen zweiten Hälfte, wo viel mehr der Abenteueraspekt reinkommt, wo man einfach was sagt, ich will jetzt... Aspekt, das ja, ist keine Überlebenskunst. Nein, ich will... Ja, überleben. Ich will, dass dieser fucking Hai jetzt stirbt. So gehst du in die zweite Hälfte. Ich wollte, dass der Film ist. Ist nicht mehr zeitgemäß. Überhaupt nicht. Die erste Hälfte, du baust die Figuren auf, du lernst den Hai und zweite Hälfte denkst du mir, dieser fucking Hai muss sterben. Und das funktioniert auch heute. Wie inkompetent sind denn die Leute in diesem Film? Am Anfang siehst du eine riesige Flotte von Leuten, die am Wasser rumschwimmen, werfen Dynamitstangen rein und hinterher sind es nur noch drei. Und der Film ist saulang und irgendwann auch boring, weil die zweite Hälfte, wie du schon sagst, ist nur ein nach dem Hai suchen. Und das ist leider einfach, wird es irgendwann langweilig. Es tut mir leid. Da Jurassic Park verliert zu keinem Moment irgendwie an Spannung. Weil am Ende kommen so noch die Velociraptoren, was ja auch spannend ist, was nochmal einen neuen Aspekt reinbringt. Das ist auch noch ein cooler Aspekt, den man halt reinbekommt. Aber nochmal, die Geschichte bei Jurassic Park ist wesentlich eloquenter und spannender. Weil du hast nämlich diesen Dr. Grant, der Kinder nicht mag und der eine Familie gründen will mit seiner Frau oder Freundin und lernt dann halt auf dem Weg in diesem Dino, weil die Dinos sind nur ein Vehikel, um halt eine coole Story zu erzählen. Und der weiße Hai ist leider einfach so... Der weiße Hai ist auch ein Vehikel. Ist ein cooles Vehikel, um halt eine Geschichte mega clever zu erzählen, wie man halt, er kommt ja diesen beiden Kindern immer näher und so und er lernt, was es für eine Verantwortung man übernehmen muss beim Elternsein. Und dann hat der Parkdirektor natürlich die gleichen... Und dann ist er auch ein riesiger Haufen Scheiße. Ich kann die ganzen Figurennamen nennen, weil es einfach mega coole ikonografische Performances sind, die einfach hängen bleiben. Und ich sag nur... zwischen Pipi-Kaka-Gags und Dino hat mir ins Gesicht genießt, Gags. Ist ein toller Kinderfilm, ist nett. Aber Kinderfilm, glaube ich. Der weiße Hai ist einfach Terror. Ich würde gerne nochmal, Dominik, du hast jetzt bislang bist du ein bisschen im Kampf der Monster untergegangen, aber ich habe noch nicht so wirklich viel gehört, warum Hook der beste Spielberg-Film sein soll. Ich garantiere jedem am Tisch, wenn er Hook guckt, im Zweifelsfall muss er es alleine gucken, weil er das nicht zulässt mit seinen Emotionen, hat er eine gute Zeit. Wird zurück in die Kindheit transportiert, erinnert sich nochmal dran, was schön ist, mit Essen werfen zum Beispiel, das irgendwie aussieht wie Knete, das ist sehr, sehr schön gemacht, farblich auch. Hast du schon mal jemanden mit einem Hook-Shirt gesehen? Das ist dein Argument, mehr T-Shirts? Mehr T-Shirts? Wow, im nächsten Primark und im CNA und allen Geschäften dann auch so, das muss ein guter Film sein. Nein, also Eisenberg-T-Shirts ich sag einfach nur, der hat einfach die Serie nicht gesehen haben. Steven Spielberg ist ein Regisseur, der die Welt verändert hat einfach. Ja, die mit dem weißen Hai, seinem ersten mit dem weißen Hai und dann, klar, aber dann auch halt noch, er hat es halt noch besser ausgebildet. Darf in keiner Filmsammlung von ihm fehlen, in gar keiner. Okay, aber es ist einfach nicht sein bester Film, es tut mir leid. Das ist, ich glaube, das können wir einfach... Er bringt einfach den Abenteueraspekt, den er super drauf hat, zusammen, den Märchenaspekt super, die Charaktere sind super gezeichnet, handwerklich ist er top.
Das Einzige, was euch so ein bisschen abgeht, ist so, hier hat man wenig Angst. Ich finde, man hat Angst. Du kannst mir nicht erzählen, dass du vor Hook mehr Angst hast als vor einem fucking Hai, der einfach durchs Meer schwimmt und Kinder zerbisst. Dann gehe ich halt nicht ins Wasser. Hook entführt seine Kinder. Der kommt in deinen Alltag und fickt deine Familie. Ja, ich habe keine Kinder, aber ich mag Wasser. Ja, okay. Das ist aber nicht mein Problem. Gäbe es den weißen Hai nicht, wären wir jetzt alle am Strand und nicht hier. Nee, also ohne Scheiß, ich finde, der ist sowohl visuell nicht gut gealtert, als auch von der Message her. Die ganze Zeit einen scheiß Hai zu jagen, finde ich einfach so, es ist einfach so mittlerweile. Aber es ist eine Metapher, es geht nicht mehr um den Hai, es geht um die Gnadenlosigkeit der Natur. Auch heute haben die Leute noch Angst vor Haien. Nicht haben die Leute Angst vor Piraten? Nein. Wenn sie deine Kinder entführen, hast du Angst vor ihnen, glaub's mir. Okay, ich höre aus der Regie, die 8 Minuten sind um und ich höre jetzt auch nicht mehr so viele neue Argumente. Deshalb finde ich, können wir hier an der Stelle ganz kurz Stopp machen. Es war eine hitzige Diskussion. Ich habe viel aufgeschrieben. Ich kann ja kurz mal, Daniel, du kannst auch schon mal deine Gedanken sortieren. Ich frage dich auf jeden Fall gleich. Ja, ich muss sagen, Dominik, du hast am Anfang auch bei deinem Eröffnungsplädoyer was gesagt, was ich auch unterstreichen kann, nämlich das Märchenhafte, womit ich auf jeden Fall Steven Spielberg auch verbinde, diese Amblin-Geschichten und so weiter. Hast aber ein bisschen, bist du untergegangen in den zwischen den zwei Alpha-Tieren, Dinosaurier Tietze und Florentin Hai. Du hast zwar immer mal auch wieder gegen beide gestichelt, hast aber ein bisschen zu wenig deinen eigenen Film gepusht. Da muss ich sagen, da haben die beiden gerade ein bisschen mit mehr Leidenschaft ihre Reviere abgesteckt. Beide machen sehr ähnliche Punkte und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Steven Spielberg auch selber gesagt hat, dass Jurassic Park im Prinzip quasi ein Dino-Remake von Der Weiße Hai ist, also im Dino-Park. Sehr viele ähnliche. Sich verbessert. ich fand schön, dass dein Pitch genau der gleiche war. Sehr viele ähnliche Elemente, natürlich das Spiel mit der Angst. Du hast es sehr schön auch auf den Punkt gebracht, mit dem Monster im Haus. Und ich finde auch, Florian hat ein sehr gutes Argument gebracht, dass der weiße Hai, da ist natürlich der Vorteil vom weißen Hai, dass es Haie wirklich gibt und Dinosaurier, weiß man nicht, Fantasy sind wahrscheinlich. Ja, aber und dass man halt schon, dass es schon so ist, dass der weiße Hai damals, fast schon wie heute, würde ich sagen, dafür gesorgt hat, dass die Leute wirklich Schiss hatten, ins Wasser zu gehen. Und natürlich ist es immer schwer, wenn man sagt, so ein Klassiker und der weiße Hai gilt gemeinhin als der Begründer des Blockbuster-Kinos, ob es jetzt dann wirklich ist, kann vielleicht noch mal Daniel gleich was zu sagen, ist aber immer auch so ein Totschlagargument, ne? Weil das würde dann bedeuten, kein anderer Steven Spielberg hätte überhaupt eine Chance, weil der Klassiker war halt der Klassiker, so ungefähr. Deshalb ist das nicht das stärkste Argument, ein starkes Argument fand ich auch die Geschichte von Brody und die Entwicklung, die er genommen hat. Ähnlich aber auch bei dir die Entwicklung von, wie heißt der, Dr. Grant. Ja, Dr. Grant, der ja wirklich auch so ein typischer Spielberg-Trope, die Familiengeschichte. Und da kann man auch gerade als jüngerer Zuschauer, kann man sich schon so, am Anfang findet man ja Sam Neill unfassbar unsympathisch und am Ende ist er irgendwie doch der Held. Da seid ihr sehr ähnlich teilweise in der Argumentation. Beide Bösewichte, also Dinosaurier und Haie, finde ich, ergeben sich da in dem Fall nicht so viel. Jurassic Park hat den Vorteil natürlich, dass er aktueller ist, dass er einfach durch die Special Effects und so auch dann optisch vielleicht besser gealtert ist als der weiße Hai. Vermutlich werden heute junge Leute, die zum ersten Mal der weiße Hai gucken, nicht mehr so geschockt sein. Aber ich finde es unheimlich schwer, mich da jetzt für einen hundertprozentig zu entscheiden. Ich habe eine leichte Tendenz, und ich fand auch das Argument, du hast am Anfang sehr viel erwähnt, das ist der erste Blockbuster, also der erste Sommerblockbuster. Ich finde das Argument, dass die Jahreszeit nicht wirklich eine Rolle spielt, finde ich tatsächlich, ob es der erste Blockbuster oder der fünfte Blockbuster ist gerade bei Steven Spielberg, der 180 Blockbuster gemacht hat, ist letztendlich dann nicht mehr die Frage, weil es ging nicht darum, wer hat den ersten oder den wichtigsten Blockbuster, sondern wer ist es wirklich der beste Steven Spielberg-Film? Da hast du Argumente genannt, will ich gar nicht in Frage stellen, nur, dass es der erste Blockbuster ist, das kann man dem Film nicht absprechen, ist aber für mich nicht das stärkste Argument. Ich frage jetzt mal rüber, Daniel, du hast die Argumentation gehört, wie hast du das alles wahrgenommen und wo schwenkt es bei dir eher aus? Bei mir schlägt es auf jeden Fall, muss ich leider sagen, deutlich zu Der Weiße Hai aus, denn Florentin hat ein Argument genannt, das ich ziemlich entscheidend finde im Vergleich Weiße Hai und Jurassic Park, und zwar der Kampf gegen die Natur. Denn nichts anderes ist eigentlich auch Jurassic Park. Und man muss eigentlich sagen, dass Steven Spielberg seine Formel mit Jurassic Park nur optimiert hat, meiner Ansicht nach. Ja? Und da gebe ich halt dann Stefan Tietze recht, dass er halt sagt, ja, hier hat er halt einfach
den besseren Flow gefunden. Hier hat er auch die technischen Möglichkeiten mehr gehabt. Das Thema ist natürlich aktueller. Aber man muss halt bedenken, bei der Weiße Hai, da war der Hai echt ewig lang kaputt. Und Steven Spielberg hat da das Teasing kultiviert. So, ja? Also er hat dieses Vieh eine Stunde, 21 Minuten lang nicht gezeigt. Und du hattest trotzdem einen mörderischen Schiss davor. Und das, naja, wie gesagt, wird in Jurassic Park alles komprimiert. Dementsprechend, ja, und was die ikonischen, sag ich mal, Merkmale angeht, da würde ich sagen, sind sich Jurassic Park und Weiße Hai fast schon gleich auf, weil du kennst die Musik, du hörst die zwei Töne und du weißt sofort, es ist der Weiße Hai, aber du siehst den Becher und du siehst das Wasser vibrieren, übrigens mit einer Gitarrenseite erzeugt, dann weißt du auch sofort, welcher Film es ist und das wurde schon so oft zitiert, also ich bin leicht für Weiße Hai, aber es ist sehr, sehr schwierig, Eddie, deswegen... Ja. Was, hast du schon ein paar Kommentare rausgesucht? Gibt's da schon? Also ich habe hier mal so eine kleine Abstimmung gemacht und da die meisten Leute sind momentan dann auch für Jurassic Park. 60%, 23 sind für Weiße Hai und 17 für Hook. 17. Okay, also interessant das zu hören. Das, was du übrigens gerade noch mal gesagt hast, hatte ich hier auch übrigens auch aufgeschrieben, habe ich eben gerade noch mal vergessen zu erwähnen, hat Florentin sehr schön gesagt, mit selten gesehen, aber immer da. Fand ich, ist wirklich ein das ist mit so die Kunst, die ihm auch bei der Weiße Hai auch gelungen ist. Ich muss sagen, es ist unheimlich schwer, aber Florentin hat mich ein bisschen mehr überzeugt. Es tut mir leid, es ist gar nicht meine persönliche Präferenz. Ich liebe beide Filme, aber ich finde einfach dieser Herzblut. Ich finde tatsächlich das, was Florentin herausgestellt hat, nämlich diese, was auch Daniel gesagt hat, die Angst vor der Natur und diese Bedrohung, die hat er mir jetzt hier besser verkauft als Dr. Grant und die Kindergeschichte oder so. Und Dinosaurier. Es ist ganz knapp, Stefan, aber ich muss den Punkt den Florentin geben. Ich hätte so gelacht, wenn du mir gegeben hättest. komm noch. Okay. Oh, ist das. Jetzt ist es richtig unangenehm, Judge zu sein, ey. Das ist. Ich gucke in die traurigen Rehaugen. Spieler wird für dich nächsten Monat auch ziemlich schwierig. Hast du die Augen? Okay. Wir machen direkt weiter. Und ja, kommen zu Runde 2. Okay, Runde Nummer 2. Jetzt die Reihenfolge. Eben hat Dominik angefangen. Wir rutschen jetzt einfach im Uhrzeigersinn weiter. Das heißt, Florentin fängt an, dann Stefan, dann Dominik. Und zwar war die Frage Nummer 2. Welcher Film sollte gerebootet werden und wer soll es machen? Also ihr hattet da die Aufgabe, einen Regisseur auszuwählen und sofern ihr das wolltet, auch eine Cast mit anzugeben. Welcher Film sollte gerebootet werden und wer soll es machen? Florentin, deine Minute. Also Remakes sind ja immer wahnsinnig schwer. Wir kennen unfassbar viele schlechte Remakes, die gute Filme eigentlich nur noch schlechter gemacht haben. Deswegen habe ich versucht, ein bisschen einen anderen Weg zu gehen. Und zwar einen Film, der von vielen relativ gut angesehen wird, für mich aber eine ganz klare, knallharte Schwäche hat. Und zwar sollte für mich geremaked werden Her. Und ich finde, dieser Film hat ein großes Problem, den er für mich leider sehr enttäuschend gemacht hat, obwohl die Prämissen sehr gut sind. Und zwar das Ende. Spoiler-Alarm. Und zwar Scarlett Johansson, die künstliche Intelligenz, verlässt Joaquin Phoenix, verlässt ihn am Ende. Und das fand ich einen Twist, der für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Ich hätte es viel besser gefunden, wenn wir hier wirklich eine künstliche Intelligenz gefunden hätten, die perfekt auf ihn abgestimmt wäre, ihm alles gegeben hätte, was er will. Und dann zum Beispiel mit solchen Sachen wie, hey, kaufe das neue Emotionsupdate für 9,99 €. Sodass man wirklich betont, wie dieser Mensch in der technischen Welt hier abhängig ist und seine Emotionen auch hier findet. Und ich meine, es ist ein sehr interessantes Gedankenexperiment. Was ist, wenn du den perfekten Partner hast, der genau deine Gedanken lesen kann und dir immer genau das gibt, was du willst? Kannst du die Person lieben, weil sie gibt dir nur das, was du willst? Das würde ich sehen, und zwar, nur um den abzuschließen, als Director Steve McQueen mit Andeutung an Shame, der es schafft, eine enorme psychologische Tiefe und eine enorme psychologische Verzweiflung auch zu zeichnen. Und statt Joaquin Phoenix haben wir hier einen Schauspieler, der diese Leere mit einer dahinterliegenden, sehr tiefen Emotionalität fantastisch spielen kann, Ryan Gosling. Okay. Okay, Stefan, eine Minute.
Ich finde, man muss bei Reboots ganz anders rangehen. Man muss schlechte Filme rebooten. Nicht, wie alle das machen, gute Filme rebooten mit schlechteren Filmen, sondern man muss einfach schlechte Filme rebooten. Und ich fand vor allem einen Film so schade, dass der so schlecht verfilmt wurde. Und zwar ist es Per Anhalter durch die Galaxis. Ich bin so ein Fan und viele andere sind solche Fans von diesen tollen Büchern von Douglas Adams. Und es ist ein Franchise, in dem so viel Potenzial steckt. Gerade in unserer Zeit. Wir lieben Rick and Morty. So, das ist nicht weit weg. Existenzialismus und so ein Kram. Sci-Fi-Parodien, das macht Spaß. Und das ist genau unser Zeitgeist. Und der Film hat nicht funktioniert. Er ist nicht eingeschlagen. Er hat Fans wirklich mit weinenden Augen zurückgelassen. Und das liegt einfach daran, weil der Regisseur es einfach vergeigt hat. Und deswegen bin ich dafür. Weil man oft gesagt hat, ja, man kann den Humor von Douglas Adams auch nicht auf den Screen bringen. Bin ich dafür, einen richtigen Comedy-Nerd an die Arbeit zu lassen, und zwar Adam McKay, der bei SNL gezeigt hat, wie viel Comedy-Finesse in ihm steckt und wie viel Bandbreite. Und schreiben sollte das Ganze Dan Harmon, auch ein Comedy-Nerd, der das Ganze super gut hinkriegen würde. Okay. Adam McKay, auch Regisseur von Anchorman zum Beispiel. Anchorman und The Big Short vor allem, ja. Also sehr variabel. Okay. Dominik, bitte. Im vergangenen Jahr haben wir leider Gottes die Verfilmung von Dark Tower miterleben müssen. Es war leider ein großer Reinfall. Dark Tower, ein legendäres Fantasy-Epos von Stephen King. Der erste Band, The Gunslinger, das sollte man dann nochmal neu verfilmen. Denn was man hier versucht hat, war ja, alles in ein Buch zu quetschen. Und es hat das Potenzial, eine riesige, große Storyline zu haben, wie so schön das Wort Franchise in den Raum geworfen hast. Und natürlich muss man hier neu casten, man muss eine andere Stilrichtung finden, man verfilmt am besten nur das erste Buch. Man hält sich an die Stilvorgaben von Stephen King, das heißt, man nimmt Spaghetti-Western-Optik, man nimmt Ennio Morricone für den Soundtrack, ergänzt es ein bisschen mit Ben Folds, der so die moderneren Aspekte reinbringen könnte. Ron DeShane, der Revolvermann, müsste gespielt werden, in meinen Augen von Viggo Mortensen, der ein super Leading Man ist und ein sehr unterschätzter Schauspieler. Als Man in Black sehe ich Ian McShane, der definitiv kein unterschätzter Schauspieler ist, gerade in American Gods zu sehen. Und da das Ganze natürlich optisch auch den alten Stil einfangen muss, würde ich Denis Villeneuve nehmen, der gerade gesagt hat, dass er sowohl seinen eigenen Stil hat, als auch eine alte Sache wieder aufleben lassen kann. Okay, das ist doch mal interessant. Ich fasse auch das jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Florentin würde gerne Her remaken. Mit Regisseur Steve McQueen und in der Hauptrolle Ryan Gosling statt Joaquin Phoenix. Stefan würde gerne Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams neu verfilmen. Sein Motto ist auch, schlechte Filme muss man rebooten, nicht gute Filme. Regisseur Adam McKay zu einem Cast oder so hast du jetzt noch nichts gesagt. Dominik würde gerne den Dunklen Turm, den ersten Band, der Gunslinger. neu verfilmen mit Musik von Ennio Morricone, Regie Denis Villeneuve und Viggo Mortensen und Ian McShane in den Hauptrollen. Das ist die Ausgangsbasis. Ihr habt 8 Minuten Zeit. Let's go. Warum willst du Her verfilmen? Ja. Ist Frage 1. Frage 2. So wie du Her umverfilmen willst, ist es nicht mehr der gleiche Film. Da kannst du auch einen neuen Titel geben. Es ist die gleiche Prämisse, es ist die gleiche Welt, es ist ein anderes interessantes Thema. Ja, aber und der Film bricht ja so oft. Tut mir echt leid. Her ist so ein super Film und ich kann nicht verstehen, wie man. Nein. Also, klar, du hast gesagt, du willst anders herangehen als alle anderen. Aber du gehst genau wie alle anderen dran. In nervigen Studios, ganz kurz, willst du einen guten Film rebooten, weil er gut lief und weil dir die Prämisse gefällt. Aber sorry, das kann nur in die Hose gehen. Her ist ein Mega-Film. Ich finde den so fantastisch. Einer meiner Lieblingsfilme, wo eine Prämisse so gut erzählt wird. Die Gedanken machen Spaß. Ein tolles Gedankenexperiment. Wo das Ende, wo die paar Minuten, die ich da nerven, auch dann einfach scheißegal ist. Es macht den Film überhaupt nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass es egal ist. Aber wenn du dieses Ende nimmst, das du gesagt hast, dann muss der Film noch mal eine halbe Stunde länger sein, weil es ansonsten keinen Sinn ergibt. Dieser Twist macht ein Ende. Wenn du diesen Twist änderst, dann brauchst du 20 Minuten, um das noch mal neu weiterzuerzählen. Weil in meinen Augen der Film sonst nicht funktioniert. Ich möchte ganz kurz sagen, dass ich genau das nicht mache, was die großen Studios machen, denn ich bin konsequent. Ich setze die Prämisse konsequent durch und zeichne eine wirklich dystopische, emotionale Welt, die uns aufzeigt, wie der Umgang von Technologien Emotionalität sein könnte. Ein Thema, das durchaus aktuell ist und auch in der Zukunft noch aktuell sein könnte. Ich könnte mir das als Franchise vorstellen, als Das ist doch eine Fortsetzung, kein Reboot. Das ist eine Black Mirror-Folge vor allem.
Ja, Black Mirror ist wahnsinnig erfolgreich und der Markt ist da. Aber gibt's halt auch schon. Naja gut, aber man kann es trotzdem mit dem visuellen Stil so umsetzen. Aber es ist vielleicht eine persönliche Sache, ich habe es da einfach nur so gesehen, dass man das einfach besser machen könnte und es stärker machen könnte. Und es ist ein unglaublich interessantes psychologisches Experiment. Wie gehst du mit einem Partner um, der dir immer genau das liebt, was du willst? Weil Gollum nicht den Ring, der Ring, Gollum soll gewinnen. Eine Frage soll am Ende der Herr der Ringe sein. Eine Frage an dich. Wer spielt Marvin? Gute Frage. Habe ich tatsächlich die einzige, worüber ich nicht darüber nachgedacht habe. Vielleicht mal ganz kurz erklären, wer Marvin ist. Marvin ist der Roboter, der wahnsinnig depressiv ist und ein sehr tragischer Charakter. Ja. Finde ich interessant. Der beliebteste Charakter. Ich finde, da will ich mit Comedy-Leuten um mich schlagen. Ich finde Jermaine Clement zum Beispiel geil als Ford Prefect. Ich fände Will Ferrell geil als Seth Beeblebrocks. Ganz kurz. Und ich fände zum Beispiel Dimitri Martin, ein Comedian, den ich liebe. Und der halt dieses Deadpan, dieses gelangweilte Runterbeten von Gags, die aber fantastisch sind. Ich finde den, genauso funktioniert Marvin ja auch. Ich finde Dimitri Martin als Marvin aber, mega. Ich fand aber auch, Severus Snape, fand ich auch mega als Martin. Alan Rickman. Sorry. Ja. Ja, aber Rickman. War nicht die Besetzung gerade das Beste am letzten Anhalt? Tatsächlich. Das war eine Mustafa war hervorragend, Sam Rockwell ist genial, die Chanel war toll. Ja, genau. Martin Freeman, also war das einzig Gute am Film. Ich finde aber, man muss einfach mal jetzt einen Cut machen und sagen, jetzt gehört mal neue Leute daran gesetzt. Der Cast, den hätte man auch übernehmen können. Gut, ich habe mich jetzt für andere Leute entschieden, die es auch gut können. Der Cast hat den Film aber auch nicht gerettet, sagen wir mal so. Also ich war gut unterhalten. Ich bin großer Fan der Bücher. Ich fand den Film tatsächlich auch sehr gut, ja. Das kann ich nicht nachvollziehen, ich bin weil aber auch Adam Tumor. Nicht der, aber auch Freund der BBC-Reihe. Das heißt, es gibt ja schon zwei Verfilmungen. Gut, dass du es ansprichst. The Dark Tower wird nächstes Jahr als Serie verfilmt. Nein, also, ein Teil von Dark Tower. Okay, alles klar. Mein Freund, ein ganz anderer Band. Aber du willst einen Film rebooten, der auf Basis eines 3000-Seiten-Buches ist. Nein, ich will das erste Buch verfilmen, um einen Start für eine Franchise zu geben. Dieses erste Buch ist sehr kompakt. Aber du willst einen Reboot schön zu Ende von dem Film, den es gerade gibt. Nein, ich will einen Reboot der Franchise machen. Der Film, der jetzt existiert, war erster Band plus siebter Band plus dazwischen. Ja. Das ist nicht ganz die Frage. Die Frage ist, welchen Film würden wir rebooten und nicht welche. Der Film hieß Dark Tower und er hat zum, sagen wir mal, 70-80% das erste Buch abgedeckt. Also ich finde es sehr fair zu sagen, diesen Film rebootet man, macht man ein Remake von, hält sich mehr an die Vorlage und dann ist es immer noch ein Remake. Also es ist der Anfang der Geschichte weiterhin. Also ich finde, Per Nacht habe ich Galaxis hat wirklich das Potenzial, weil es Dark Tower es hat, auch mein es hat eine Generation verändert und die Comedy-Minds geschärft. So wie, lange, wie Stephen King für seine Bücher gebraucht hat, sind es 4 Generationen. Ja, aber ich finde, Dark Tower braucht es einfach nicht nochmal. Du hast den Film nicht mal gesehen, gibst du. Richtig. Und du, aber es ist und du niemand hat den Film gesehen. So, nicht vorbereitet. Ich habe ihn gesehen. Ich habe Hör und Per Anhalt durch die Galaxis gesehen. Nur? Ich glaube nur, dass unsere Generation, vor allem unsere Generation, wie gesagt, wir lieben Rick and Morty. Das ist halt, das ist gar nicht so weit weg. Und deswegen ist das dein einziges Argument? Nein, ich habe auch ein paar andere. Ja, aber ich warte. Deswegen finde ich es total cool, einfach mit dieser Generation, die auch was damit anfangen kann mit diesem Stoff, einfach wieder eine coole Comedy-Reihe loszutreten, mit einem coolen Franchise. Es gibt auch so viele Stellen in den Büchern, die nicht thematisiert wurden, wo man das exploren man kann lernt. Und mit coolen Comedy-Leuten damit ich was machen kann. Ich finde, das fehlt mal wieder. Sci-Fi-Comedy ist ausgestorben im Kino. Orwell. Fernsehserie. Im Kino. Ja, Orwell ist auch nicht so. Also wenn du gesagt hast, als Zeichentrickserie, als Remake wäre ich dabei. Aber ich sehe einfach nicht, wie deine Crew es besser machen sollte, als der alte Anhalter durch die Galaxis-Film, den ich wirklich durchaus gut fand. Marvin war super, Alan Rickman, der dieses Deadpan einfach perfekt runterspielt. Das diese Bürokratie, Aliens, ich kenne mich nicht so gut im Douglas Adams-Universum aus. Ich habe wirklich Martin Freeman wirklich noch vor seiner großen Zeit hier als perfekte Hauptrolle. Hat für mich gut funktioniert. Und ich glaube, das Problem bei solchen Franchises ist einfach, ich weiß nicht, ich hasse sie nicht. Und ich glaube, das Problem bei solchen Franchises ist, dass man einfach als Douglas Adams-Fan schon mit so viel Vorstellungen rein, mit so einer konkreten Vorstellung, dass man auch oft nur scheitern kann. Und ich glaube, da wurde einfach viel richtig gemacht. Und klar, Rick and Morty ist krass, aber als Science-Fiction-Comedy-Serie mit Animation und Zeichentrick kannst du halt einfach viel machen. Du hast auch in dem Serienformat viel mehr Freiheit. Das ist auf Adult Swim gestartet, mit relativ wenig Budget, mit wahnsinnig viel kreativer Freiheit. Jetzt als großes Reboot von einem Douglas Adams-Film, das wird doch wieder nur kaputt gemacht von irgendwelchen Studios, die dann anders sagen, hier, früher. Da muss der rein und der rein. Naja, gut, Steve McQueen hat relativ große kreative Freiheiten, wo man sagen kann, okay, das ist ein aktuelles Thema, das läuft gut. Black Mirror hast du selber erwähnt, ist sehr erfolgreich und auch da wird viel eingesetzt und auch da kann man eine interessante, dystopische, emotionale Welt zeigen, wo es nicht immer um Aliens und Tode geht, sondern um Emotionen, um Tinder, um die moderne Dating-Welt. Ich kaufe das jetzt mal alles, aber gib mir mal ein Argument, warum das nicht eine Fortsetzung sein kann. Warum muss es ein Remake sein?
Ja, weil es die gleichen Prämissen sind. Ja, aber die gleichen Prämissen hast du doch im Remake. Du wolltest die gleiche Welt nochmal haben, du wolltest die ähnliche Ausgangsbasis haben. Es ist die gleiche Story. Es ist nicht, ja, es ist nicht die Story, was macht er nachdem. Nein, weil du in der Fortsetzung die Story weitererzählst und nicht die gleiche Story. Du kannst aber auch in der gleichen Welt eine sehr ähnliche Geschichte erzählen mit einem anderen Ende. Ich finde, aber es ist eine andere Welt, weil du ein komplett anderes Grundsetting hast, weil die Welt anders funktioniert. Die Welt in Her ist nicht konsequent. Du erzählst ein kapitalistisches System, das irgendwie Programme verkauft, aber dann verhalten sich die Programme völlig entgegen den marktwirtschaftlichen Systemen, weil sie sagen, ja, okay, ciao, ich hau ab. So, als würde dich deine App verlassen und selbst deinstallieren von deinem Handy. Aber die hat ja jemand programmiert, der Geld verdienen will. Und das ist doch der interessante Aspekt. Wie man mit seinen Emotionen an Apps, an Programmen, an seinem Smartphone gebunden ist, an irgendwelche großen Filme, die dich emotional ausnutzen. Ich finde, so stark der Punkt war. Ja, ich finde schon. Aber ich finde vor allem an Hör muss man sagen, ich finde es toll, und das Hör ist das beste Beispiel, dass originelle, neuartige Filme am Start sind. Und den zu rebooten, so einen tollen, originellen, neuartigen Film, der wirklich von A bis Z, auch das Set-Design, mega. Der Film sieht fantastisch aus. Ja, das kritisiere ich auch super Regisseur. Das kritisiere ich auch. Und wo ich mal bezweifeln würde, also ich bin kein Steve McQueen-Fan und ich finde, das hat Spike Jonze mega umgesetzt. Mhm. Von daher sehe ich das nicht. Was für mich das große Problem an euren beiden Pitches ist, ist, dass ihr Dinge pitcht, von denen der Markt, finde ich, einfach übersättigt ist. Und mal wieder eine gute Comedy zu zeigen. Weil es keine Comedy gibt im Kino. Selten gute Comedy. Seth MacFarlane hat gerade erst eine Sci-Fi-Comedy auf dem Markt. Star Trek und vor allem eine Serie, die nicht gut ist. Ja, aber der Markt ist da. Es gibt es sowas. Ja. Und genau das gleiche Schicksal wird bei Adam Duty Galaxies auch wiederfahren. Nicht mit Adam McKay und nicht mit der richtigen Raumschiff Surprise nicht vergessen. Ja, oh ja. Der große Klassiker des Genres. Ja, aber ich finde, der Markt braucht mal wieder einen schönen Weltraumfilm, der sich nicht allzu ernst nimmt. Anders als Star Wars Episode 8. Guardians of the Galaxy, sehr guter Einsatz. Jetzt schaltest du mich ein, oder was? Galaxy Quest. Ich bin Galaxy Quest. Das war echt, Daniel. Ganz ehrlich, das lass ich aber nicht gehen. Dominik, ich will dir auch noch mal die Chance geben, weil du hast hier zwei Alpha-Tiere zwischen dir. Und ich glaube, es gibt eine reelle Chance für dich, vielleicht auch zu punkten, weil Dark Tower, die beiden haben ihn nicht gesehen. Und versuch mal mich oder vielleicht auch die Zuschauer davon zu überzeugen, was auch am Dark Tower, der jetzt in den Kinos kam, schief lief und was du besser machen würdest mit deinem Reboot und warum das durch die Leute, die du einsetzen würdest, besser würde. Man muss sagen, die Besetzung vom Dark Tower-Film jetzt war gar nicht so sehr das Problem, aber die muss man austauschen. Und dann habe ich die besten genommen, die ich vorher schon vorgeschlagen hätte. Ian McShane ist erstmal ein hervorragender Bösewicht, der kann aber auch einen guten spielen. Der ist so flexibel, der zieht eine Augenbraue hoch und schon sagt so, okay, ich gucke den Film. Völlig egal, worum es geht. Viggo Mortensen ist vielseitig, kriegt es auch hin. Aber die Besetzung ist nicht der Punkt. Die Sache ist die, dieser erste Film ist ein Spaghetti-Western, wenn man nach dem Buch schreibt, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, von der Mark nichts mehr hat, der sehr ruhig zu inszenieren ist und in dem es viele Szenen geben wird, die du im Kino noch nie gesehen hast. Wo du denkst, okay, das habe ich einfach noch nicht gesehen, darauf habe ich Bock, wenn Viggo Mortensen, und ich bin mir sicher, er würde das schaffen, diese Rolle so charismatisch erfüllt, wie ich mir das vorstelle, will man sofort nach dem Film weitergucken. Und danach wird mit jedem Film sowieso Dark Tower nur größer, komplexer und anders auch. Aber dieser erste Film, wenn man den ruhig, auf einem kleinen Budget, zu Ende erzählt, 120 Minuten, unfassbares Ding, weil du dann auch mit einem kleinen Budget sagen kannst, ey, wir haben vielleicht nur 120 Millionen eingespielt, aber wir sind im Profit, wir machen weiter. Und dann klein stapeln, geilen Film machen, statt erstmal hier, wie im ersten Versuch hier, zu sagen, wir machen alles wie alle anderen Blockbuster auch, wir versuchen ein Ende zu bauen, falls wir keinen zweiten machen und wir ändern die Story, wir erzählen schon mal das Ende, was noch Jahre hinaus in die Zukunft liegt. Das darf man einfach nicht machen. Das hat einfach die Story vergewaltigt, die die Vorlage gebeten hat. Und wenn man das storygetreu erzählt mit den richtigen Leuten hinten dran, wird es richtig geil. Okay, damit beenden wir die zweite Runde. Ich fasse auch hier noch mal ganz kurz zusammen, was ihr alle so gesagt habt, sofern es ging. Florentin war vor allen Dingen auch mit dem Ende von Hör nicht zufrieden. Korrigiere mich, wenn ich das falsch wiedergebe. Das ist völlig richtig. Hat ihm nicht gefallen. Ja. Und, zumindest Punkt. Auch verschenktes Potenzial gesehen. Prinzipiell fandst du den Film aber sehr gut. Hättest ihm nur einen anderen Schliff verpasst, du bist der Meinung, dass halt mit Steve McQueen und künstlerischer Freiheit da noch mehr gehen würde. Spike Jonze. Auf Ryan Gosling bist du jetzt tatsächlich gar nicht mehr eingegangen. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Hallo, Ryan Gosling, das ist Ryan Motherfucking Gosling. Ryan Gosling erklärt sich von selbst. Aber du hast schon auch viele Ideen, die im Film schon vorkommen, nochmal aufgeschnappt und
gesagt, da kann man einfach noch ein bisschen mehr draus machen. Das ist heutzutage, gerade auch Black Mirror ist gefallen, da wäre vielleicht noch mehr Potenzial drin. Ich bewerte das gleich. Dann, Stefan hat mit Per Anhalter der Galaxis einen Film genannt, der einen großen Fanbase hat, also die Romanvorlage, ein Kultbuch sozusagen. Und wie so oft bei so Kultbüchern oder bei Sachen, die dann kultig verfilmt werden, da ist Dark Tower eigentlich gar nicht so weit weg, sind dann natürlich auch Fans oft sehr enttäuscht. Das kann man, glaube ich, bei dem Film sagen. Der war nicht komplett scheiße, aber er ist auch nicht an das Original, an die Buchvorlage rangekommen. Das war ein Punkt, wo du gesagt hast, da muss man ansetzen, weil dieses großartige Werk eben nicht gewürdigt wurde, wie es hätte gewürdigt werden können. Du hast immer wieder erwähnt, dass es quasi keine, ich häufig erwähnt, keine, ein Comedy, dass du gute Comedy im Kino sehen willst, dass du gute Sci-Fi-Comedy sehen willst, dass die Leute Rick and Morty abfeiern und andere Sachen. Und dass jetzt der Zeitgeist auch perfekt wäre für ein Reboot von diesem Film, dass die Leute reif sind vielleicht auch für diesen Reboot. Und du hast gesagt, schlechte Filme muss man rebooten und nicht gute Filme. Und du fandest Her, wie gesagt, sehr gut. Deshalb siehst du da nicht so den Bedarf. Dann, Dominik hat es eben auch noch mal am Ende zusammengefasst. Ach so, ja, Regie Adam McKay, haben wir ja schon gesagt. Ach so, und ich fand auch übrigens gut, dass du auf die Frage, wie würdest du es besetzen, auch direkt eine Antwort hast mit Dimitri Martin oder so. Also da kam dann schon auch, hat der Film auch in meinem Kopf schon sich formiert und so, habe ich gedacht, ja, da hätte ich schon auch ein bisschen Bock drauf. Ist, kann ich nicht anders sagen. So, und dann hat Dominik noch mal eine Lanze für Der dunkle Turm gebrochen und hat auch noch mal hervorgehoben seine Schauspieler, was ich eigentlich ganz gut finde, weil das war auch Teil der Aufgabe, einen Cast und Regisseur zu nehmen, und da muss man auch begründen, warum man die nimmt. Finde ich, hat Dominik gut gemacht. Er hat auch meiner Meinung nach als Kenner der Romanvorlage und des Films auch sehr gut wiedergegeben, was die Probleme sind, nämlich dass alles reingequetscht wurde in einen Film und das Potenzial, ähnlich wie bei Per Anhalter durch die Galaxis, hast du ja auch erwähnt, 3000 Seiten, so, dass das nicht so gut umgesetzt wurde und einfach besser wäre, wenn man sich dafür Zeit lässt und es eher originalgetreu umsetzt. So, das waren erstmal eure Statements. Ich finde, ihr habt alle drei starke Punkte gehabt. Ich habe auch jetzt wieder eine kleine Tendenz in meinem Kopf. Aber ich möchte erstmal rübergehen und fragen, was Daniel sagt, wie er die Diskussion wahrgenommen hat und auch was die Community gesagt hat. Also die Community ist auf jeden Fall, also was ich so von Twitter und auch bei im Chat und dann halt mit einer Umfrage abgetestet habe, ist eigentlich bei Dominik. Denn da sind die meisten Leute, 52% sind für Dark Tower, 33% bei Per Anhalter durch die Galaxis und 15% bei Her. Und die haben ja 15. Und wenn du mich persönlich fragst, ich muss sagen, ich bin ganz stark bei Hammes. Denn wenn man mal ehrlich ist, mit Per Anhalter durch die Galaxis, da können wir noch ein paar Jahre mit leben. Das ist eigentlich gar nicht so ein schlimmer Film. Und The Dark Tower ist halt einfach die furchtbarste Grütze, die man diesem Buch oder dieser Romanreihe antun konnte. Ja? Und beide Argumentationen fand ich stark. Klar verdient auch Per Anhalter durch die Galaxis ein schönes Reboot. Ich muss halt sagen, bei Her fand ich, das war halt weniger ein Reboot, sondern es war ein Remake. Und da ist es halt einfach der gleiche Film mit einem anderen Ansatz. So. Und das ist halt nicht irgendwie was neu gestartet wurde, weil du hast halt eine Vorlage wie Dark Tower und halt Per Anhalter durch die Galaxis, und Her ist eine eigenständige Geschichte. Und da gibt's nicht irgendwie, was man neu starten könnte oder sowas. Also da wurde ja eigentlich so gesehen nichts losgetreten, sondern das ist ein eigener Film für sich. Und würde jetzt ein Regisseur hingehen und den nochmal neu machen und halt einen anderen Ansatz für den Umgang mit der KI finden, dann wäre das meiner Ansicht nach nur ein Remake und kein Reboot. Aber Per Anhalter durch Okay. Florentin möchte gerne erwidern, aber er hat. Das wollen wir alle so gerne. Nein, dazu ist nichts gesagt. Danke für deine Einschätzung und auch für die Einschätzung der Community, Daniel. Ich muss sagen, ich stimme zu, und deshalb geht der Punkt an Dominik. Auch hier war es wieder sehr, sehr knapp, Stefan. Zwischen euch beiden. Florentin, du hast mich tatsächlich auch nicht so ganz überzeugt. Du hast dir selber ein bisschen schwer gemacht, glaube ich, weißt du auch selber mit Hör. Ja. Man kann dir anrechnen, dass du nicht den leichten Weg gewählt hast, sondern tatsächlich etwas genommen hast, wo man erstmal denkt, so, Hör, what the fuck, Hör. Aber tatsächlich bist du dann auch über die, ja,
du hast es nicht so ganz geschafft, auch die Argumente der anderen zu entkräften. Ist doch, ich bin überhaupt nicht böse. Aber ganz kurz, technisch gesehen, wäre Per Anhalter doch auch ein Remake, weil es keine Reihe ist. So, wir reden. Bitte, Leute. Aber es gab doch nur einen Film. Ruhe im Saal. Ich brauche so einen Hammer. Ja, und deshalb, wie gesagt, also, Stefan, du hast eigentlich sehr gut auch klargemacht, aber auch hier sage ich, sowohl Hör als auch Per Anhalter durch die Galaxis sind nicht so scheiße. Die sind, die haben ihr Potenzial, also Hör ist ein richtig guter Film, Per Anhalter durch die Galaxis hat einen geilen Cast, hat seine Momente, vielleicht nicht ganz die Vorlage erreicht, aber Dominik Hammes hat auf jeden Fall gepunktet mit der dunkle Turm. Ein Punkt für Dominik. Damit steht es 1-1-0. Stefan. Hey, ist das nee, ich hasse diese Position. Ich will nie wieder Judge sein, ganz ehrlich, Mann. Ich beneide dich jetzt schon. Wir machen ganz kurz Werbung und dann geht's hier weiter mit Runde 3. Bis gleich. Filmfights. Okay, da sind wir wieder. Filmfights am Freitagabend. Es ging schon heiß her. Wir haben momentan einen Punkt für Florentin, einen Punkt für Dominik und noch keinen Punkt. Muss das immer wiederholen? Eigentlich ist es. Stefan, es schalten auch immer noch Leute ein. Es hat sich rumgesprochen. Es geht heiß her. Ihr könnt mitmachen. Wir haben nach den 4 Hauptrunden haben wir noch eine Schnellrate- oder Schnellantwortrunde. Und da wollen wir von euch die Fragen für haben, die könnt ihr dem Daniel zuschicken unter dem Hashtag Filmfights. Jetzt kommen wir zu Runde 3. Okay, bei der Runde 3 haben wir ein bisschen am Zeitkonto geschraubt. Ihr habt 2 Minuten Zeit. Reicht. Die letzte Minute wird eingeblendet. Das heißt, wenn die Minute dann runtertickt, seid ihr schon in der zweiten Minute. Es kommt nämlich jetzt zu einem Pitch. Ich will von euch, dass ihr einen Film pitcht. Und zwar einen Robin-Solo-Movie. Und zwar Robin natürlich von Batman und nicht. Also der Sohn von Han Solo, dachte ich. Robin. Robin Solo. Ist das schon dein Pitch? Nee, das war nicht mein Pitch. Okay. Gags geben ab. Okay, aber du darfst auch direkt anfangen, yes. Stefan. Mit deinem Pitch. Die Zeit läuft, wie gesagt, die zweite Minute wird eingeblendet. Bitteschön. Und zwar, Robin wacht auf. Er weiß nicht, wer da hingekommen ist. Er wacht auf, wo bin ich hier? Sieht sich um, 50 andere Robins wachen neben ihm auf. Alle so Typen in Spandexhosen, die ähnlich aussehen wie er. Auch ein paar Frauen dabei, ein paar sehr dicke Menschen dabei. Sehr viele Robins. Er fragt sich, was ist denn hier los? Die gehen dann so los und erkunden so, wo sie sind. Und keiner weiß, wer da hingekommen ist. Auf einer Insel sind sie, auf einer großen Insel. Und dann fragen die sich so gegenseitig, was haben sie wohl gemeinsam? Sie wollen alle gerne Robin sein. Sie wollen der nächste Robin von Batman sein. Und plötzlich kommt eine Stimme von Batman. Er sagt, hey Leute, es kann nur einen von euch geben. Hallo Robins. Einen einzigen von euch kann es geben. Und dann beginnt 90 Minuten lang Battle Royale Robins Style. einfach 90 Minuten lang bringen sich gegenseitig Typen in Spandexhosen um. Tatsächlich. Und man muss ja sagen, Robins sind nicht nur Detektive, manche sind auch benannte Turner und Kämpfer. Ich habe keine Ahnung, wer Robin ist. Dann gibt sich so eine Gruppe zusammen, die sich fragt, irgendwas stimmt hier nicht. Und die fangen dann an zu ermitteln. Und tatsächlich fragen sie irgendwann, ist das hier ein Test überhaupt? Und sagt Batman, nein, bringt euch weiter um. Und dann finden sie aber heraus, das ist alles nicht echt. Die ermitteln dann, dann gibt es eine Agentenstory und eine Kampfstory gegen die anderen Robins, die sich alle noch martialisch umbringen. Und herauskommt, dass der Joker diese Arena veranstaltet hat, um Batman in so eine Falle zu locken. Was ihm auch gelungen ist, und dieser Gruppe von Robins gelingt es dann, zusammen Batman zu befreien und mit ihm den Joker in die Flucht zu schlagen. Und dann sagt Batman, wollt ihr nicht mit mir kämpfen? Weiterhin, ihr seid meine Robins alle. Und die Robins sagen, nein, wenn wir dabei eins gelernt haben, wenn der Joker eins gezeigt hat, dann, dass Robins am besten sind, wenn sie nicht in Abhängigkeit stehen, sondern wenn sie da zusammen alleine rausgehen. Robin sein ist eine Idee. Robin sein ist ein Symbol. Und zusammen ziehen sie in die Nachbarstadt, in alle Nachbarstädte, verbreiten die Robin-Idee und sorgen für Gerechtigkeit. Und dann werden alle zu Nightwings und fliegen in den Himmel und in den Sonnenuntergang. Endcredits, Tränen, wow. Oh. Okay. Perfekt auf der Zeit. Ja, das war mich als Sorge. Dominik, dein Robin-Solo-Movie.
was muss ein Robin-Film können? Er muss Robin erstmal dem allgemeinen Publikum wieder vorstellen. Wir haben lange keinen Robin mehr auf der Leinwand gesehen. Es muss Robin emanzipiert werden. Das heißt, er darf nicht mehr der Typ in den kurzen Hosen sein, wo jeder denkt, ja, okay, das ist nur der Buddy von Batman. Das bringt alles nichts. Deswegen müssen wir einen Robin-Film machen, wo Robin auch wirklich im Vordergrund steht. Wir dürfen Batman aber nicht außen vor lassen, denn das Publikum erwartet Batman. Immer. Das Publikum erwartet immer Batman. Das heißt, wir beginnen in medias res, wir beginnen genau in dem Moment, in dem Batman bewusstlos im Batmobil liegt. Robin steuert das Batmobil nach Hause. Batman ist nämlich bewusstlos, ist bei einem Einsatz ins Koma gefallen und Robin muss jetzt versuchen, Gotham sicher zu halten. Und was tut er? Natürlich tut er so, als wäre Batman noch am Leben, nimmt sein Kostüm an, nimmt einen Voice Changer, wird natürlich Kevin Conroy einfach synchronisieren. Das heißt, Kevin Conroy spielt in diesem Film auch Batman. Man sieht ihn nie richtig, man hört aber seine Stimme. Das heißt, Mark Hamill spielt natürlich den Joker, man sieht auch ihn nie so richtig. Geil. Und dabei lernt Robin allerdings die ganze Zeit, er kann nicht wie Batman sein, er ist nicht Batman, er muss seine Stärken ausleben. Das heißt, er lebt Teamplay aus, er nimmt andere Leute mit rein. Das ist eine harte Lektion, die er in Parallelmontagen lernt, weil er die alten Tagebücher von Batman liest aus seinen ersten Jahren und versucht, das zu emulieren und merkt, er kann das nicht. Und deswegen lernt er Stück für Stück, er muss Robin sein. Er muss seinen Weg finden, bringt immer mehr Helden mit rein, gründet hinterher vielleicht sogar ein Team, Sequel-Alarm. Denn was muss dieser Film auch können? Er muss natürlich das DC-Universum auf der Leinwand neu rebooten, weil alles ist scheiße, was da aktuell läuft. Vor der Zeit. Sorry. Okay. Man muss nicht die Zeit. War ein Leidenschaftsthema, ich werfe dich ein bisschen schneller. Florentin, hey. Dein Robin-Pitch. Also, wir starten in einem alten Gotham mit einem Batman, der alt geworden ist. Er ist langweilig geworden, er hat alle seine Gegner besiegt, der Joker liegt im Staub, Riddler steht im Staub, ist ein alt, er ist gelangweilt. Er hat seine perfekte Technik, mit der er Gotham perfekt überwacht, er hat keine echten Gegner mehr. Wir sehen Schnitt, eine junge, attraktive Frau läuft durch die dunklen Gassen, wird bedrängt von mehreren Männern und wird rumgeschubst. Bei Batman ist da sein Handy, oh, da ist jemand was los. Fliegt hin, er fliegt hin, will die Gangster fertig machen, doch die Gangster plötzlich Kapuzen ab, Clownmasken. Ist der Joker etwa zurückgekehrt? Und plötzlich, sie schlagen Batman zusammen. Doch, als Batman am Boden liegt und fast tot ist, wird ihm geholfen. Von wem? Von der jungen Frau. Die junge Frau, Cheerleader-Anführerin, athletisch, Kampfsportlerin, hat alle Clowns umgehauen. Batman fragt, wer zur Hölle bist du? Und sie sagt, ich bin Robin. Und ab dem Moment bünden die beiden eine Allianz. Der Joker ist etwa zurückgekehrt. Wir sind die beiden einzigen, die ihn noch aufhalten können. Batman kommt so ein bisschen aus seiner alten Routine raus. Sie beiden fangen an, zusammen zu arbeiten. Sie schafft es so ein bisschen, seine alte Leidenschaft wieder zu wecken. Bahnt sich da etwa eine Liebesgeschichte an? Wir erfahren weiter, dass der Joker tatsächlich wieder lebt. Sie stellen ihn und der Joker schafft es tatsächlich, Robin zu fangen. Und er stellt Batman vor eine schwierige Entscheidung. Bringt der Joker um oder wird Robin getötet? Und Batman geht nochmal durch die gesamte Emotion, die er in dem Film aufgebaut hat, und er tötet den Joker. Batman tötet den Joker und in dem Moment hat der Joker gewonnen. Er hat Batman die Idee, Batman gebrochen und Batman dreht durch und Batman wird böse. Er wird zum Batman. Er ist der Böse, der ab jetzt Gotham beherrscht. Sein ganzer Frust, der sich aufgebaut hat, wird aufgeladen auf Gotham City. Und Robin muss jetzt einerseits Batman als Gegenpart, Batman ist der Böse, der Antagonist. Robin muss Batman besiegen und gleichzeitig aufrechterhalten, dass der Joker noch lebt. Weil Gotham darf nicht erfahren, dass Batman böse ist und das Gewissen der Stadt auf dem Gewissen hat. Sie muss die Scharade aufrechterhalten, damit die Bevölkerung aufrechterhält. Und am Ende schafft sie es, Batman zu töten und hält die Maske in der Hand. Und wir fragen uns, wird sie zum nächsten Batman, zur Batman Credits? Darf ich kurz was sagen? Ich mag dieses. Sorry. Ich mag von euch beiden auch dieses Credits. Es geht auch um dich. Okay. Okay. Man merkt, Moment, wir kommen gleich dazu. Gut, gerne. Ich fasse ganz kurz. ich versuche ganz kurz die Story zusammen. Was wir gesagt haben. Die Storys zusammen. Also, Stefan möchte ein Battle Royale Robins, eine Insel mit 50 verschiedenen Robins, mit unterschiedlichen Robin Skills. Bis sie auf die Idee kommen, die Essenz ist im Prinzip, dass der Joker hat das alles geplant und um Batman eine Falle zu stellen, die Robins müssen zusammenhalten, um den Joker zu bekämpfen, um Batman zu befreien und dann fragt Batman, ob sie sein Partner werden wollen und dann sagen sie, nein, wir sind die Robins, wir brauchen nicht Robin Batman. Robin sein ist eine denn Idee. Robin sein habe ich hier aufgeschrieben, denn Robin sein ist eine Idee. Dominik. Hashtag Robin sein ist eine Idee. Jetzt ja, trending Topics. Spannend. Ja. Batman ist und bei Dominik bewusstlos. Oma. Oder im Koma, ja. Robin übernimmt.
quasi, zieht sich auch das Batman-Kostüm über, merkt aber, er ist einfach nicht Batman, er hat nicht die Skills, er muss sich das irgendwie anderweitig die Skills aneignen, indem er Er trifft auf andere Superhelden, die ihm dabei helfen. Er liest die alten Batman-Tagebücher und lernt auf diese Art und Weise, dass er nicht Batman sein kann, dass er nicht Batman sein will, denn er muss Robin sein. Dann haben wir Florentins. Oh Mann, da habe ich viel aufgeschrieben. Es ist, wir sehen einen alten Batman, einen abgehalfterten vielleicht auch, ich weiß es nicht, das habe ich gerade dazu gedichtet. Ja, doch. Der alles erreicht hat, Gotham scheint sicher, Batman hat vielleicht auch so ein bisschen nicht seinen Auftrag nicht mehr. Dann wird er überfallen von Maskierten, die sich demaskieren, feststellen, es sind Clowns. Offensichtlich ist der Joker noch am Leben. Und er wird gerettet von einer jungen Frau, die sich Robin nennt oder die Robin ist. In dem Fall ist es auf jeden Fall ein Twist. Dann tötet Batman den Joker, verliebt sich in Robin. Also er verliebt sich erst in Robin, möglicherweise, man weiß es nicht genau. Warum machst du einen besseren Film als Robin? Batman wird anschließend böse. Robin muss sich dann gegen den ehemaligen Retter stellen, ihn letztendlich töten und den Joker stellen. Die Runde ist eröffnet, es ist gar nicht so leicht, diese Pitches dann nochmal. Darf ich ganz kurz? Klar. Also man merkt nichts für ungut. Dein Pitch merkt man halt an, dass du nicht so viel Ahnung von Robin hast. Das ist absolut. Und trotzdem richtig. Hast du dich am Schluss kaputt gemacht bei deinem Pitch. Das fand ich sehr witzig. Und der Anfang von deinem Pitch hat mich sehr an eine Kurzfilmproduktion, die ich in den tiefen, dunklen Enden des Internets mal gefunden habe, erinnert. Aber ich habe da eine andere Richtung eingeschlagen. Also ganz ehrlich, Florentin, du bist für mich so ein bisschen raus leider, einfach weil du keinen Robin-Film gepitcht hast. Die krasse Charakterentwicklung, die ein Protagonist einzunehmen hat, hat Batman. Weil er einfach, und wenn jemand diesen Pitch in Kürze fassen würde, würde er sagen, das ist der Film, wo Batman den Joker besiegt und dann böse wird. Nein. Das ist das Spannende daran. Robin, dass Robin dann irgendwann seinen Platz einnehmen muss, erstmal ist es voll, also das habt ihr beide aber meiner Meinung nach falsch gemacht, weil wenn man sich mal... Ich habe leider mein Ende vergeigt, weil ich es vergessen habe. Aber Robin ist halt kein... Robin ist halt, das ist ja auch ein bisschen die Idee der Fragestellung, ist halt kein Charakter, der alleine funktioniert, weil er einfach ein Sidekick ist. Das habe ich aber gesagt. Klar, aber ein reiner Sidekick ist. Aber bei dir muss er eine große Rolle einnehmen. Er wird dazu gezwungen, damit das Publikum kennenlernt. Er wird dazu gezwungen, aber, und das da muss er halt den Film auch tragen, leider. Das ist das Problem, meiner Meinung nach. Ja, aber es und ist Robin, spielt Robin, wir sollen einen Robin-Film pitchen. Hat zwar keine Rolle... genau, aber das ist einfach kein Robin-Film. Der spielt keine Rolle. Also, das ist eine Frau. Nein. Das hast du noch gebraucht, damit es irgendwie eine Relevanz hat. Ganz kurz. In meinem Film ist Batman der Bösewicht und das ist eine Entwicklung im Film. Wir haben auch eine lange Strecke, wo sie zusammenarbeiten und zusammen den Joker suchen. Das ist genau zum Beispiel wie in The Dark Knight Harvey Dent. Der wird auch irgendwann böse und zum Bösewicht, ist aber nicht der Protagonist. Genauso funktioniert hier mein Batman, der am Anfang der Gute ist und am Ende zum Antagonisten wird als Twist. Du hast angefangen mit Batman, du hast aufgehört mit Batman, in der Mitte war Batman. Ja, weil es ein Team ist. Es ist Batman und Robin. Bei dir ist Batman eine Stimme, die man irgendwo hört und die, ja, nie, weil die nicht. Also, sorry, ganz kurz, ich muss, es tut mir leid, dass ich so hart bin, aber du hast einfach Battle Royale gepitcht. Es ist einfach Battle Royale und es hat nichts mit Batman und Robin natürlich zu tun. Natürlich, erstmal ist Battle Royale ja ein Genre fast schon, was man erkunden kann, wo Dinge passieren. Natürlich ist es nur ein Rahmen, in dem Dinge passieren, in dem eine Geschichte erzählt wird. Das Genre Battle Royale. Ja, aber du könntest es genauso gegen Asterix und Obelix austauschen und es könnte genauso gut funktionieren. Kein Batman würde Robins so gegeneinander pitchen und kein Batman würde den Joker umbringen. Macht er ja nicht. Ja, aber der Batman schon, ganz kurz. Aber das musst du dem Universum erlauben, dass das ist halt also die Prämisse dieses Universums, dass der Batman durchdreht und der Bösewicht wird. Das muss man einfach akzeptieren. Bin ich absolut auf seiner Seite. Wenn du sagst, das ist das Ding, dann hat Batman den krassesten Moment. Dann hat Robin nie den krassesten Moment. Ja, genau wie Harvey Dent, der auch zum Bösewicht wird, ohne dass man es erwartet. Das ist nur mal der Antagonist des Films, aber nicht der Protagonist. Batman hat eine andere... Der Protagonist macht auch den Film. Ganz kurz, wir hören. Daniel will was einwerfen. Ja, aber es geht auch darum, was im Film präsentiert wird. Aber und Batman, der Zuschauer des Films weiß nicht, dass Harvey Dent böse wird. Aber Batman ist einfach wichtiger. Du kannst doch nicht einfach sagen, dass der Zuschauer Hintergrundwissen hat, dass er im Film nicht bekommt. Florentin, aber selbst wenn Batman die Nebenfigur ist, im Skript so angelegt hat, weniger Zeilen als die anderen, wenn der Zuschauer Batman sieht, ist Batman für ihn in dem Moment erstmal die Hauptfigur. Und genau das ist das Geile, weil Batman getwistet wird und zum Bösewicht. Wie geil ist denn, der Batman als Antagonist zu sehen? Aber das macht ihn doch nicht zu einer wenigen Nebenfigur, zu einer minderwertigeren Nebenfigur, nur weil er plötzlich... Ich habe einen Film gepitcht, den klassischen Batman.
Batman Universum. Warum wird der böse? Weil du Joker tötet, weil eben diese Batman Verbindung zu Robin besteht. Weil Robin einfach der Moment ist, der aus Batman echt mal echte Gefühle rausholt, wo man sagt, okay, es ist der Batman, den wir kennen und lieben, aber er hat auch eine menschliche Facette, die vielleicht da untergegangen ist. Und dadurch schafft es der Joker. Und am Ende, in einem zweiten Twist, sehen wir sogar, dass der Joker von Anfang an Robin als seine Schachfigur eingesetzt hat. Und Robin macht diese Vision durch und merkt, okay, ich wurde die ganze Zeit nur benutzt von fremden Mächten, die mich als Spielstein benutzt haben. Und dann sagt sie, nein, ich nehme mein Schicksal selbst in die Hand. Gut. Ich werde weiter zum Beschützer von Gotham, damit der Joker nicht gewonnen hat. Wie viele Filme sind es jetzt? Einer oder drei? Es ist ein relativ langer Film, aber man muss ja auch die Figur Robin neu einführen. Und wir bewegen uns im klassischen Gotham, nicht im klassischen Batman-Universum. Doch, die Figur muss man schon einführen. Zum Beispiel so, wie ich es gemacht habe. Es ist aber leider einfach ein... Ja, bei dir wacht deine Hauptfigur einfach auf und hat dann keine Charakterentwicklung mehr. Da fehlt die Charakterentwicklung. Erst kämpft sie alleine, dann kämpft sie mit anderen. Warum will sie Robin werden? Eine Frage. Welcher Robin ist deine Hauptfigur? Welcher? Der Robin, den man am Anfang... Die Gruppe. Es gibt keine Hauptfigur. Es ist ein Ensemble-Film. Es ist ein Ensemble-Film, also kein Robin-Film. Natürlich, weil alle Robin sind. Das ist kein Robin-Film. Natürlich. Und auch dein Film ist ein Ensemble-Film. Du hast Guardians of the Galaxy gepitcht. Oh, wir haben ein paar coole Superhelden, die zusammenarbeiten und einer davon ist Robin. Kein Robin-Film. Nein. Robin entdeckt nach und nach als Nebenfiguren Figuren, die ihm helfen können. Die verschwinden dann sofort wieder und er merkt, dass er Teamarbeit ist. Das Coole an Robin ist doch, dass Robin selbst der Sidekick ist. Und wenn Robin jetzt auch noch Sidekicks bekommt, dann verlierst du die Essenz von Robin. Außerdem wird Robin in den Comics später zum Teamleader und darauf arbeiten wir hin. Das ist, am Ende hat er diese Charakterentwicklung durchgemacht. Batman wacht auf, stellt fest, Gotham ist beschützt. Er kommt nämlich nicht Batman Ex Machina auf einmal und rettet den Tag, sondern stellt fest, Robin hat die Arbeit gemacht, nur eben auf seine Art. Ist ein interessantes Konzept. Das ich habe noch mal eine Frage. Ich habe bei euch beiden schon eine konkrete Vision, wie dieser Film in der Geschichte ist. Ich finde die Idee mit dem Battle Royale nicht schlecht. Mich würde aber mal interessieren, spielt dein Robin-Film komplett auf einer Insel oder so? Oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist vielleicht ein anderer Planet oder so. Nee, es ist, ist eine Insel vor Gotham. Die hat einen Namen, den kennt Daniel Schröck. Nee, ich würde noch eine Frage hinzufügen. Ja. Wird der Robin oder die Robins, werden die alle von einem Darsteller verkörpert oder sind das 50 verschiedene? Nein, das sind ganz andere Menschen. Das sind ganz andere Menschen. Wir nennen es Robin Fight Club, oder was? Das sind ganz viele, es ist so eine Saw-artig Welt. Also, aber ich finde Saw, du pitchst keinen Robin-Film, sorry. Doch, es sind alles Robins, weil das ist ja auch das Ding. Die heißen ja so, es wurden ja auch in den Original-Comics, weil es gerade immer so als Gag darstellt, wurden die Robins ja auch einfach ausgetauscht. Irgendwann war der eine tot, hat Batman gesagt, komm, wer ist der nächste Robin? Stellt euch hinten an. Und so, das ist halt einfach, also es gibt auch Robins-Filme, Robins, ganz gut. Es gibt einen Comic, wo mehrere Robins irgendwann auch kämpfen. Aber schlechte Comic-Bücher in allen Ehren, aber so scheiße ist das Storytelling da nicht. Das ist einfach nur so Batman, hey, der ist leer, der ist kaputt, nehmen den nächsten. Nee, die Geschichte ist einfach, es ist eine Mischung aus Agenten-Story in einem Battle-Royale-Ding. Besetzt du das auch wieder mit Comedians? Das ist nur so nur Comedians, alles Comedians. Ja, auch die Insel, Comedian, einfach fucking. es ist eine Agenten-Story, halt im Framework, dass die ganze Zeit die Bedrohung der anderen Robins da ist. Und die Zeit hat nicht ganz gereicht, um zu sagen, dass der Joker auch noch Dinge Leute eingeschleust hat, die natürlich auch diese ganze Battle Royale-Artigkeit halt noch befeuern halt. Gibt's auch Sniper? Es gibt auch Sniper. Laser? Aber Haie? Die Story ist natürlich eine Agentenstory von dieser Kerngruppe aus 5 Leuten, von denen auch manche mehr. Kein Robin-Film. Kerngruppe von 5 Leuten. Es ist jetzt auch schon alle Robins sind. Ja, aber nicht ein Robin. Es ist kein Robin-Film. Dieses Argument, das verstehe ich nicht, weil die meiner Meinung nach eine falsche Prämisse zugrunde liegt, aber ja. Kein Robin-Film. Wenn du sagst, es gibt 5 Hauptfiguren, die irgendwie versuchen, durch die Gegend zu rennen, dann hast du einfach, Battle Robins. Royale. Und auch dieses ganze Konzept von wegen, was es heißt, Robin zu sein, ist 1:1 Rick und Morty. Wir haben ein uneheliches Kind zwischen Battle Royale und Rick und Morty. Das klingt eigentlich ganz cool. Aber es hat nichts mit Robin zu tun. Schreib das nicht auf jetzt. Es hat nichts mit Robin zu tun. Kind. Es hat nichts mit Robin zu tun. Boah, wie ein Stift, ne? Ich meine, es ist einfach, Battle Royale ist ein guter Film, aber es hat einfach nichts mit Robin. Nee, es ist ein Framework. Es ist ein Genre, kein Film. Und das ist dein Problem. Ich habe einen Film gepitcht, der klassisch im Gotham-Framework. Wir haben Joker, wir haben Batman, wir haben Robin und wir haben ein hochpsychologisches, intensives Drama, in dem wir die Figuren besser kennenlernen. Sind es nicht die Figuren. Nur weil du die Figuren Namen benutzt, sind es nicht die Figuren. Ja, und was hast du nochmal? Du hast dann den Heuschreckenmann und dann ist noch die Laser Lady oder was für Leute spielen bei dir noch eine Rolle? Die anderen Superhelden, die man da sieht, neben Robin? Sehr, sehr schön. Es gibt genügend. Zieh die Augenbrauen nicht so arrogant hoch.
Was, selbst die Standards reichen aus, dass ich dir antworte. Ja, aber das ist schon eine konkrete Frage, ja, die würde ich jetzt schon gerne beantworten. Es sind natürlich Gotham-based Charaktere. Das heißt, Commissioner Gordon spielt eine Rolle, die man erst vorgaukeln muss, dass er Batman ist. Batgirl spielt eine Rolle, weil sie natürlich auch mit ihnen zusammenarbeitet. Catwoman wird sehr schnell merken, dass der Typ, mit dem sie gerade rummachen will, nicht Bruce Wayne ist. Das sind alles Dinge, die sehr schnell passieren. Du brauchst dann keinen Riesenkosmos. Du musst nicht mal Superman, Wonder Woman, irgendeinen von den Großen da reinbringen. Aber du könntest. Es bleibt einfach der Sidekick-Charakter, und der keine Konturen hat. Und dem habt ihr einfach zu viel Raum gegeben. Es ist ein Robin-Film. Mit ein bisschen Fun-Prämisse dazu. Okay, ja. Wir kommen, wir wiederholen uns bei den Argumenten. Ja. Ich habe jetzt auch nicht mehr viel Neues gehört. Wow. ich muss sagen, ich finde es schwer. Ich finde, ihr habt alle interessante Filme gepitcht. Ich würde es mir alle drei angucken, auf jeden Fall. Ich finde das Argument, ich finde, ihr hattet alle auch Kritikpunkte, die valide sind. Bei dir habe ich auch das Gefühl, es könnte auch genauso gut ein Batman-Film sein. Weil Batman, ja, aber ist ja egal. Es ist trotzdem, da gebe ich dem Stefan auf jeden Fall recht, wenn er sagt, in dem Moment, wo du Batman siehst, interessiert dich die Batman-Story von dem Ganzen. Oder du, Dominik, warst, sorry. Es interessiert dich plötzlich die Batman-Story. Robin rückt schon wieder im Hintergrund. Ich finde den Twist, dass sie eine Frau ist, finde ich ganz, ganz cool. Ich stehe eigentlich nicht auf so, es muss jetzt irgendwie gendermäßig korrekt sein, aber da, finde ich, hätte es was. Gab ja auch mal einen weiblichen Robin. Okay, das weiß man ja. finde ich insofern, aber nein, aber das finde ich irgendwie einen ganz coolen Twist und auch diese mit dieser Liebesgeschichte und so, da finde ich, da kann man, da ist auf jeden Fall ordentlich Potenzial. Ich finde, bei dir ist es beides. Einerseits ist es noch am ehesten ein Robin-Film, wie man ihn sich vorstellen könnte. Auf der anderen Seite Stefans Kritikpunkt, dass er irgendwie doch nur der Sidekick ist. Ich sehe nicht einen wirklich, ich sehe nicht einen Robin. Es ist, man muss nicht unbedingt die Aufgabe gewesen sein, aber ich persönlich sehe nicht einen Robin, auf den ich nach dem Film unbedingt mehr, so viel mehr Bock hätte als vorher. Zumindest hast du es mir nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass es in deinem Kopf so aussieht, aber anhand dessen, wie du es mir vorstellst. Die letzten 15 Minuten des Films sein. Okay, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber es klang so ein bisschen, ja, es ist, also ich hatte das Gefühl, dein Robin ist ein ziemlicher Lappen, der Hilfe braucht von anderen, um nicht mehr so viel Lappen zu sein. Mir war die Entwicklung halt wichtig. Und außerdem, du kannst am Anfang sagen, es klappt erstmal, aber ich pitche immer noch, tut mir leid. Stefan, bei dir. Fällt mir auch sehr schwer. Stefan, bei dir finde ich die Prämisse mit dem Battle Royale, die gefällt mir ganz gut. Ich weiß nicht, ob 80% auf der Insel vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Vielleicht müssten sie irgendwann die Insel verlassen. Ich weiß, 20 oder 80. Am Anfang fand ich die Idee geil, es sind 50 und irgendwie muss er der einzige Überlebende sein, wie es dann beim Battle Royale ist. Du führst ein bisschen die Battle Royale Idee ad absurdum, weil alle bei dir überleben. Fünf überleben. Ach so, ja, okay, fünf überleben, okay. Die Idee überlebt, ne? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Gut, dann nehme ich das zu. Ja. Hashtag die, weiß ich nicht mehr, was der Hashtag ist. Ich finde, das ist eine sehr kreative Idee. Auf jeden Fall was ich mir gerne ansehen würde, aber da gebe ich auch Florentin wiederum recht, wenn er sagt, es ist ein bisschen ein Cheap Trick, so viele Robins ins Spiel zu werfen, weil man sich nicht so traut, vielleicht ein bisschen mehr Fleisch zu geben. Weil es zu cool ist. Ja, ich sag nur mal meine Gedanken. Ich habe noch keine hundertprozentige Wertung, deshalb frage ich jetzt auch mal rüber, was Daniel aus dieser Diskussion mitnimmt und was die Community mitnimmt. Also laut Umfrage bei Twitter sagt die Community 24% für Stefan, 42% für Dominik und 34% für Florentin. Jetzt muss man auch dazu sagen, haben noch nicht so viele Leute mitgemacht, wie jetzt bei den anderen Fragen. Drei. Danke, Julian. Persönlich gesehen muss ich sagen, bin ich diesmal absolut bei Stefan Tietze. Denn ich finde es fantastisch, die Idee, diesen Charakter des Robins aus mindestens mehr, also aus 20, 50, was weiß ich, wie vielen, rauszuschälen. Dass da immer mehr verschiedene Personen sind, die halt sich eine gewisse Vorstellung von ich bin Robin machen und die vielleicht nicht immer der Wahrheit entspricht oder nicht vielleicht die idealste ist und die dann so nach und nach rauszuschälen und das dann auch, indem man das Battle Royale Konzept bricht, ja, und es nicht irgendwie nur um einen geht, der am Ende überleben muss, sondern mehrere Leute, die finde ich halt wirklich stark. Bei, ja, Dominik, muss ich leider sagen, ist das Argument oder das Gegenargument, dass es eigentlich eher ein Ensemble-Film ist, in dem Robin eigentlich nur eine Rolle spielt und nicht die Hauptrolle, finde ich leider wirklich mit das stärkste Argument gegen deinen Pitch. Es tut mir leid. Man natürlich den ganzen Tag in den Dreharbeiten noch alles fixen, das ist das Problem. Postpro richtet da. Und ja. So gut ich den Ansatz von Florentin finde, aber ich muss zwei Sachen sagen. Im Pitch, innerhalb des Pitches, höre ich viel zu oft Batman, 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 Batman. Und ich habe dann diese große Figur, die gebrochen wird. Und da interessiert mich der Sidekick, der irgendwie zu sich selbst finden muss,
der interessiert mich da nicht. Und wenn man es mal streng genommen nimmt, ist es halt auch The Dark Knight von Frank Miller, der Comic, der hier nochmal versucht wurde, etwas neu zu verkaufen. Also das Argument, dass dann hier zu viel, dass andere sich zu viel bei anderen Filmen bedienen, kann man auch hier anbringen. Ja, es gibt auch andere Leute, die gute Ideen haben. Also. Ja. Sorry. Dieser Frank Miller. Okay, danke Daniel. Ja, ist keine Konzessionsentscheidung. Ich sehe es wie Daniel. Ich habe es auch schon gesagt. Bei dir, geiler Film, aber eher geiler Batman-Film. Bei dir ist es mir zu wenig Robin eigenständig. Und ich glaube, aus dieser wir haben verschiedene Robins und die können daraus den besten Robin oder irgendwie oder fünf beste Robins finden. Was jetzt? Ob das so am Ende noch so perfekt ist, können wir nochmal drüber schreiben. Noch mal umschreiben. Kriegt den Punkt ja, Stefan. Das gibt es nicht. Der war ja einfach das große Krabbeln mit Robins einfach so. Ja, einfach einen coolen Film mit Robins. Na gut. Die Idee der Robins wird in die Welt getragen. Ja, du hast nicht einmal Robins erwähnt, was die Idee ist. Ich habe vorbei. Die Runde hat Stefan Tietze gewonnen. Wir kommen zur vierten Runde. Und da wird es jetzt spannend, denn ihr habt alle drei einen Punkt. Und die vierte Frage lautet, relativ Standardfrage zum Abschluss der Hauptrunde, nennt den schlechtesten Film der letzten 15 Jahre. Wir sind jetzt wieder einmal rum, deshalb bist du wieder dran. Mhm. Dominik, darf dich bitten, du hast eine Minute wieder Zeit, dein Plädoyer zu halten. Es gibt sehr viele schlechte Filme natürlich und es gibt schlechte Filme, die sind so schlecht, dass sie Spaß machen. So einen wollte ich nicht. Ich wollte einen schlechten Film, der so schlecht ist, dass er uns im Nachhinein, vielleicht auf einer anderen Ebene, das Kinoerlebnis kaputt gemacht hat. Und dieser Film ist Avatar von James Cameron. Denn dieser Film, weil er so populär war, unter anderem, und weil James Cameron es darauf gemünzt hat, dass er so populär ist und 3D sich durchsetzt, hat 3D durchgesetzt. Kinotickets wurden teurer. Die Qualität, ja, wenn du 3D gucken wolltest, schon. Die Qualität in meinen Augen ist gesunken. Du hattest weniger Helligkeit im Gesicht. Und alles nur, weil er eine Fancy-Tech-Demo gezeigt hat, dass 3D funktionieren kann, dass die Leute sich das angucken und man damit dann auch den Kopierschutz in den Leinwänden hat, damit die Leute nämlich in den Kinosälen nicht mehr mitfilmen können. Und der Film ist auch scheiße. Da sind einfach, die Story ist Rotz. Es gibt eine Szene, wo die Figuren einfach nur den Plot erklären, sich gegenseitig, obwohl sie den Plot schon verstehen, obwohl die Figuren wissen, worum es geht, damit der Zuschauer es hört. Das ist doch Quatsch. Gute Schauspieler müssten das machen. Ich glaube, da hat die gute Dame da gesessen und gesagt, warum muss ich diese Scheiße überhaupt reden? James Cameron kann mehr, kann mir kein Schwein erzählen, dass der 14 Jahre lang diese Idee auf dem Zettel gehabt hat und gesagt hat, das ist geil, das ist richtig gut. Der hatte den Namen Avatar und irgendwann gesagt, oh, 3D wäre cool. Und dann hat er gesagt, ich mache die LSD-Schlümpfe und die Leute lieben es bestimmt. Und es hat geklappt. Du könntest auch zwei Stunden weitermachen. Ja. Das Gefühl. Okay, danke dafür. Du wirst dich freuen zu hören, dass es 20 neue Avatar-Filme gibt. Ich weiß. Florentin, ich weiß, bitte, der schlechteste Film. Der ja, letzte. Es gibt viele schlechte Filme, aber es gibt Filme, bei denen erwartet man nicht viel und die sind scheiße. Und es gibt Filme, die haben einfach alle Dinge, die einen Film eigentlich geil machen. Sie haben gute Schauspieler, sie haben einen guten Regisseur, sie haben ein gutes Setting, sie haben ein gutes Hintergrundwissen und sie kriegen es trotzdem hin, eine solche Grütze abzuliefern, dass es ehrlich gesagt auch nicht mal Spaß macht, sich drüber aufzuregen, weil es einfach so eine riesige Enttäuschung war, die einfach auf gar keiner Ebene funktioniert. Und das war für mich in den letzten 15 Jahren einfach, kann nur ein Film sein, und zwar Justice League. Ich habe diesen Film angeschaut und ich habe noch nie einen so lieblosen, leblosen, unentschlossenen Film gesehen, der so viele gute Konzepte einfach kaputt macht. Die Story ist kompletter Bullshit. Wir sehen zum 100.000. Mal Aliens, die auf die Erde kommen und irgendwas sammeln. Das ist einfach nur dreist, weil es ist eine Sache, einen schlechten Film zu machen, aber es ist eine andere Sache, komplett bewusst mit den alten, immer wieder abgestraften Mechaniken hier komplett ins Messer zu laufen und uns einen komplett dreisten und so schlechten Film vorzusetzen, dass sie nicht mehr Gal Gadot retten konnte. Und das will verdammt nochmal was heißen. Okay. Interessant. Das ist interessant. Stefan, bitte. Ich muss einfach jetzt mal der Spielverderber sein. Niemand von euch hat den Film genommen. Ich muss den objektiv schlechtesten Film nehmen. The Room. Wir können jetzt darüber reden. Die Frage ist aber nicht, welcher Film hat euch am meisten enttäuscht oder von welchem Regisseur hat man am meisten erwartet. Die Frage ist, was ist der schlechteste Film? Und es gibt einen Film darüber, der gestern angelaufen ist, wie schlecht der denn es gibt, weil der Film so schlecht ist. Und jetzt kann man sagen, klar, das ist ein kleiner Indie-Film, aber wisst ihr, wie viel Budget der hatte? Das war eine riesen Studioproduktion. Und holy shit, also eure Filme kann man bei Wikipedia runterschreiben. Die Handlung kann man runterschreiben. Bei The Room muss man einfach leider vorneweg schreiben, ja, sorry, viele Handlungsstränge landen einfach im Nichts. Keine Ahnung, was die da sollten. Die Frau hat Krebs plötzlich.
Hier ist ein Stimmungsschwank drin, die wir es nicht erklären können. Von diversen Filmfehlern einfach abgesehen. Und wenn ein Film so schlecht ist, dass er wieder gut wird, ist es immer noch, dann ist es einfach der schlechteste Film. Dann bleibt es der schlechteste Film. Wie heißt der Film? The Room. Okay. Von Tommy Wiseau. Also, ich fasse nochmal zusammen. Dominik sagt, Avatar ist der schlechteste Film der 15 Jahre. Nicht nur, weil er uns furchtbare 3D-Technik, teure Kinokarten, dunklere Filmqualität gebracht hat. Er ist eine fancy Tech-Demo mit LSD-Schlümpfen und Schauspielern, die einer Story, die so schlecht ist, und Dialogen, die so schlecht sind, dass die Schauspieler selber den Plot nochmal im Film erzählen müssen. Florentin sagt, Justice League ist der schlechteste Film der letzten 15 Jahre. Eine absolute Enttäuschung, wenn man auch in Betracht zieht, was für ein Budget und was für Talente wie Gal Gadot damit gespielt haben. Ein unmotivierter Film, der den tausendmal wieder erzählt, was schon alles mal passiert ist, mit irgendwelchen Aliens, die kommen, ein absolutes Debakel. Stefan sagt, ein Film, der so schlecht ist, dass es einen Film jetzt in Kinos gibt und einen Golden Globe gewonnen hat, darüber, wie schlecht dieser Film ist. Ein Film, der so schlecht ist, dass man noch nicht mal seine Story zusammenfassen kann, weil kein Mensch weiß, worum es in diesem Film geht. Vermutlich nicht mal die Teilnehmer. Er spricht von The Room, der momentan ja auch in aller Munde ist. Und ja, interessant finde ich dabei schon mal, dass ihr alle ja Filme genommen habt. Also mit The Room ist gerade zumindest sehr aktuell ein Thema und Avatar und Justice League zumindest zwei richtig krasse Blockbuster. So, ne, das ist ja schon mal interessant. Dann habt ihr jetzt Zeit, euch die Köpfe einzuschlagen. Bitteschön. Natürlich, du hast recht, es ging nicht darum, was ist der enttäuschendste Film, aber ich finde, die Erwartungshaltung spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich meine, wenn es heißt, der schlechteste Film, dann können wir auf YouTube gehen und schauen uns irgendeinen zusammengeschnittenen Film von irgendeinem 15-jährigen Kind an, nicht, das irgendwas Schlechtes gedreht hat. Nicht. Es geht natürlich darum, was du mit dem anrichtest, was du machst. Und das war ein Typ, der irgendwie selber das Skript geschrieben hat, der davor noch nie irgendwas gemacht hat, der selber Regie geführt hat, der selber gespielt hat, was einfach sowieso schon ein komplettes Risiko war. Und der Typ ist halt einfach ein Trottel und kann keinen Film machen. Und der Film ist natürlich schlecht, darüber wollen wir nicht reden. Nee. Aber ich meine, welcher Erwartungshaltung hat man dran. Und ich finde, es ist, muss man durchaus sagen, der Film macht Spaß. Man kann ihn anschauen und er macht wirklich Spaß. Und es weil gibt Film, er so schlecht ist. Aber er macht Justice trotzdem League Spaß. Justice League macht keinen Spaß. Der ist so. Absolut. Aber darum geht's doch nicht. Doch, es geht darum, ob ein Film Spaß macht. Welcher Film macht Spaß? Aber wenn er Spaß macht, kann ich doch was Positives rausziehen. Ja, und? Es ist, aber das macht doch nur, weil der so schlecht ist. Trash spielt keine Rolle. Aus Heroin lustig. Kannst du auch was. Also Heroin macht auch Spaß. Okay, ich möchte dich dazu auf und rum nehmen, weil die Leute nehmen es nicht, weil es schlecht für sie ist. Ja, und Trash ist eine eigene Kunstform für sich. Und schlechte Filme geraten in Vergessenheit oder sind nicht absolute mit 6 Millionen Scheitern. Budget einfach und ist einfach eine Studioproduktion. Aber wie gesagt, da war kein professioneller Drehbuchautor dahinter, da war kein professioneller Regisseur dahinter, der Schauspieler war crap. Das war alles der Typ auf eigene Faust, der einfach keine Ahnung hat und einfach ein weirder Typ ist. Macht den Film nicht besser. Aber es gibt Komödien, da lache ich weniger als über diesen Film. Richtig. Und deswegen kann ich ihn nicht also schlecht wahrnehmen. Angriff der Killertomaten, Grütze, aber ich habe immer wieder Spaß. Aber genau das ist nämlich, also klar, solche Filme wie Justice League gibt's zuhauf. Die sind genauso schlecht, viele schlechter. Ich finde Justice League einfach nur belanglos. Absolut, genau. Und genau das ist das Frustrierende daran. Deswegen ist er so schlecht. Lass mal bitte ganz kurz Stefan seinen Satz aus. Wie viele Filme sind denn belanglos? Wie viele Filme spielen denn in der Liga von Justice League? Ich fand Batman vs. Superman viel, viel schlechter. Ich fand auch Suicide Squad schlechter. Da hat, genauso. Also natürlich war der furchtbar, Crap, brauchen wir nicht drüber reden, bei keinem der Filme. Aber das geht im Haufen unter aus schlechten, belanglosen Filmen. Und an diese DC-Artigkeit, wie gerade an Filme gegangen wird, vom DC-Kosmos, habe ich auch keine Erwartungen mehr. Die werden nicht gebrochen bei mir. Das heißt, natürlich hast du spielt doch eine Rolle. Wenn wir die Argumentation aufnehmen, natürlich, will ich das Argument entkräften, also greife ich die auf. Aber natürlich hast du eine Erwartung an einen Film, der so hohe Produktion hat und der so gute Schauspieler hat. Und aber wie gesagt, die Enttäuschung und die Schlechtigkeit des Films wird dadurch verstärkt, dass einfach dieselbe Grütze nochmal gemacht hat. Und gerade auch, weil Batman vs. Superman so schlecht war, hätte man hier erwarten können, dass vielleicht ein bisschen besser wird, und es war einfach genau die gleiche Scheiße. Genau, was die, es gleiche so frustrierend Scheiße. Macht, genau die gleiche Scheiße. Richtig, was es so frustrierend aber macht und so schlecht. Alles schlecht das ist der Unterschied zwischen Episode 1 und der Hobbit. Episode 1 kannst du dir anschauen und du bist wütend und du findest Sachen schlecht, aber du hast trotzdem eine gewisse Unterhaltung, weil du weißt, da ist eine gewisse Leidenschaft drin, da ist irgendwie eine Vision drin, aber der Hobbit 1 ist einfach nur deprimierend. Du willst danach einfach nur dich waschen, weil es einfach wehtut, weil da ist keine Leidenschaft auch drin. Schlecht. Und es aber macht nicht mal Spaß drüber. Aber das ist genau der Unterschied zwischen meinem Film und deinem Film. Deinem Film wurde mit Leidenschaft gedreht. Da hat jemand eine weirde, komische Vision, die irgendwie komisch ist und man der muss sich da so nicht, durchmachen. Dass der Film so wird. Der wollte genauso, dass sie so wird. Und das ist eine queere Fantasie, wo man einsteigen kann. Und es gibt einen Film über den Film, weil er so besonders ist, weil er so ist interessant nicht, ist und nicht, weil er schlecht ist. Ist das nicht was den Film auszeichnet, wenn man einen Film über ihn dreht?
Macht es nicht besser? Nein, es macht, natürlich macht es die, den Mythos größer und so weiter. Aber es macht doch nicht den Film besser. Der Film, also wie gesagt, ich bin von einer anderen Prämisse herangegangen, was ja auch einfach wahrscheinlich einfach legitim ist. Wir sind von allen Seiten gekommen. Mhm. Ich finde nur, die Frage war nicht, welcher Film hat uns am meisten enttäuscht, welcher Film war belanglos, wie viele andere auch, sondern der Film, die Frage war, was ist der schlechteste Film? Und es macht Spaß, The Room zu gucken, ohne Zweifel. Aber das macht daraus keinen guten Film, sondern er macht Spaß, weil er so schlecht ist. Und weil es der schlechteste Film aller Zeiten ist. Aller Zeiten. Aber ich meine, du musst doch, dass das, wenn irgendein, keine Ahnung, fünfjähriges Kind das zum ersten Mal Fußball spielt. Kannst du nicht vergleichen. Das ist das Tor nicht trifft. Ganz kurz. Es ist ein Studiofilm. Ganz kurz. Aber nein, aber der Typ hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt und gespielt. Der Typ ist das Problem. Das ist doch völlig klar. Spielt auch in seinem Film mit und macht selber. Und trotzdem ist es nicht der schlechteste Film. Und trotzdem ist es viel besser als das, was da abgeliefert wurde. Ja. Ja, aber einfach, es ist ein Unterschied, ob ein fünfjähriges Kind das Tor nicht trifft oder ob Messi das Tor nicht trifft. Ob professionelle Leute, die Erfahrung haben, professionelle Musik haben, die wahnsinnig viel Geld haben. Das ist das fünfjährige Kind. Das ist die schlechtere Leistung. Deswegen ist Avatar aber es ist die schlechtere Leistung. Und Avatar, sorry, ey, wir können über schlechte Filme reden, aber Avatar ist nicht so schlecht. Doch. Der hatte richtig gute CGI-Effekte, die wirklich für den Standpunkt mindblowing war. Und die Geschichte war schlecht, da war viel andere bei anderen Filmen drin. Nicht nur die Geschichte. Aber sie hat funktioniert, da war viel Kitsch dabei. Aber ich bitte dich, Avatar war nicht so schlecht. Doch, also Avatar hat mich damals durchaus unterhalten. Also zu 40% unterhalten. Ich bin aus dem Film gegangen und dachte mir, ach ja, war jetzt nicht die Welt, aber war okay. Braucht man nicht nochmal, aber war ganz okay. 2009 habe ich mich körperlich angegriffen gefühlt von dem Film, als ich im Kino gesehen habe. Nicht nur, weil das 3D wehgetan hat. Das kann auch im Kino gelegen haben. Aber ich habe mich auch nochmal körperlich angegriffen gefühlt, als ich auf DVD nochmal geguckt habe. Weil natürlich hat er die Special Effects höher gehoben. Ganz ohne Frage. Aber dieser Stil, den man da gefahren hat, sieht einfach unfassbar scheiße aus und war 3 Jahre danach schon veraltet. Aber du hast ihn dir nochmal angeguckt. Und ja, das ist nicht, würdest du dir nicht nochmal angucken, weil das mehr traurig ist. Nein, weißt du warum? Ich habe einen Audiokommentar dazu aufgezeichnet, weil ich dazu gezwungen worden bin von den Medienkuh-Hörern. Weil er so scheiße ist. Ich finde, ich habe mit vielen Leuten gesprochen und man sieht auch bestimmt kleine Kinder, die aus beiden euren Filmen rausgehen und sagen, ja, fand ich cool. Oder Leute, die oft ins Kino gehen, halt mal ins Kino gehen, einmal im Jahr und diese Filme gesehen haben, die werden sagen, ja, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Die Action war cool. The Room ist nicht für Kinder. Genau, bei meinem Film ist leider so, niemand geht da raus und fand das einen wirklich guten Film. Manche gehen unterhalten raus, manche gehen mit einem lachenden Gesicht raus, manche gehen komplett verstört wie ein anderer Mensch raus, aber nur, weil da, und alle können sich darauf einigen, das ist ein furchtbarer Film. Aber gerade das ist doch das perfide dran, gerade weil ihn Kinder anschauen und gerade weil er so eine große Vermarktung hat, ist Justice League nicht nur ein schlechter Film, sondern ein Verbrechen an der Menschheit, der einfach essentiell ist für alles, was in der Filmwelt gerade falsch läuft. Und mit diesem ganzen Scheiß DC-Film. Nein, es ist einfach der schlechteste Film. Gut, ich meine, wir können jetzt ins Detail gehen, wir können den grauenvollen Antagonisten anschauen, wir können irgendwie den dummen Plot machen, die dummen Boxen, die man aufsammeln soll, wir können die dumme Charakter einführen, wir können natürlich hinter den Kulissen, wir können darauf eingehen, dass der Schnurrbart wegretuschiert wurde von Superman. Das ist alles komplett lächerlich. All diese Elemente, ich könnte dir 100 Sachen aufzählen. Ja, könnte ich dir auch bei Suicide Squad, könnte ich dir auch bei anderen schlechten DC-Filmen. Ja, aber gut, nur DC. Dann können wir jetzt ins Detail gehen, aber das war einfach schrecklich und es ist einfach stellvertretend für alle diese Filme, die uns immer wieder das Gleiche auftischen und wahnsinnig viel Geld schlucken und einfach eine Generation von Filmschauern anschauen, die nichts Besseres mehr erwarten und die keine guten Filme mehr kennen und einfach genau ins nächste Messer laufen, in die nächste seelenlose Gelddruckmaschine und genau deswegen ist Justice League einfach so schrecklich und nicht einfach nur ein Trash-Film, der halt irgendwo in der Videothek verstaubt. Das heißt aber auch, dass sobald jetzt der nächste rauskommt, der auf dem gleichen Level ist wie der, ist der schlechteste der letzten 15 Jahre, weil er ja nochmal danach kommt und nochmal die... Ich kann nicht über Filme urteilen, die nicht existieren. Ja, gute Ausrede, aber trotzdem. Ja, das wäre dann relativ schnell erledigt. Sagen. Also, wie gesagt, ich bin einfach da, ich glaube, wir wiederholen uns, aber ich bin der Meinung, dass ihr schlechte Filme, aber nicht die schlechtesten Filme. Ein Film, der Spaß macht, kann nicht so schlecht sein. Und warum er Spaß macht, ist dann die zweite Frage. Weil er schlecht ist. Okay, dann beenden wir die Diskussion jetzt hier. Ich schreibe mir noch raus, ein Film, der schlecht ist, kann nicht Spaß machen, sagt Florentin. Fast schon mal zusammen. Was ich wundernswert finde, du hast tatsächlich aus Versehen, glaube ich, Till Schweiger-Filme gelobt, indem du gesagt hast, sie besser sind. Ja, jeder Till Schweiger-Film ist besser als Justice League. Du hast gesagt, Till Schweiger-Filme sind besser als The Room. Okay, aber genau, das ist halt... Ja, na, aber hallo. Du hast gesagt, Till Schweiger-Filme sind besser als The Room. Insofern hast du fast schon für Stefan argumentiert. Es ist... Was mir bei euch allen dreien gerade ein bisschen gefällt, ihr hättet vielleicht noch ein bisschen mehr den Begriff schlecht auch noch persönlicher definieren können. Florentin hat gesagt, es hat was mit Erwartungshaltung zu tun. Stefan sieht das dann ein bisschen anders. Stefan, du hättest vielleicht auch objektiv noch ein bisschen mehr herausarbeiten können, was The Room wirklich schlecht macht. Du hast ganz oft erwähnt, er ist so schlecht, aber hast ein bisschen versäumt auch, zu sagen, warum ist er eigentlich schlecht? Was ist da schlecht? Ich dachte, das wäre hier eigentlich. Ja, okay, aber das ist dann eben, ne, also
das erwarte ich dann eben auch von euch, dass ihr eure Argumente dann auch dann noch mal ein bisschen da besser untermauert. Justice League, hast du gesagt, ist ein Verbrechen an der Menschheit. Und du sagst, es geht um Erwartungshaltung. Und du hattest offensichtlich eine Erwartungshaltung. Stefan sagt, er hat bei DC gar keine Erwartungshaltung, was ich einen durchaus legitimen Einwand finde bei so Blockbustern. Ich finde auch den Einwand, dass Justice League hat mich jetzt nicht überzeugt, warum Justice League schlechter sein soll als Suicide Squad, was er eingeworfen hat oder so. Da muss ich sagen, hat Stefan gut argumentiert, das ist ein schlechter Film und ich unterstütze, jeder, der mich kennt, weiß, ich unterstütze komplett deine Meinung zu diesem Blockbuster-Superheldenfilm. Aber warum ausgerechnet Justice League und nicht einer von den 300.000 anderen, weiß ich nicht jetzt gerade. Habe ich jetzt so noch nicht rausgehört. Avatar, Dominik, hast du dir teilweise auch ein bisschen widersprochen. Am Anfang hast du es eine Fancy-Tech-Demo gesagt, später hast du dann aber noch mal zugegeben, dass er die Special Effects auf neues Level gehoben hat. Du hast es gesagt, zwar nicht lange oder wie auch immer, aber Da will ich kurz das anmerken. Ich meinte als Tech-Demo das 3D. Ja, okay. Ja. Aber wie auch immer, du hast gesagt, er hat, und ich glaube, kein Mensch der Welt kann widersprechen, dass Avatar nun mal neue Standards eben in Sachen Tricktechnik eingeführt hat. Da muss ich sagen, da war mein erster Gedanke, was hat The Room Revolutionäres eingeführt? Weiß ich nicht. Also da gibt's, es gibt absolut nichts bei The Room, wo ich auch nur annähernd sagen könnte, die er hatte was. Also selbst wenn Avatar eine flache Story hat und eine langweilige Charaktere und so weiter, hat er allein durch die CGI-Technik meiner Meinung nach dann eben doch schon mehr erreicht. Justice League hat nichts Neues dem Blockbuster-Kino oder so den beigetragen. Und The Room höchstens auch nur in die andere Richtung. Du hast, wie gesagt, ganz oft gesagt, es ist der schlechteste Film. Also ihr habt alle wie immer Argumente gehabt und auch wieder ein paar Sachen, wo ich bei euch allen Kritik zu äußern habe. Deshalb hören wir mal, was die Community und was Daniel Schreckert sagen. Ja, also so dicht waren wir, glaube ich, noch nicht zusammen. Ich habe die Community gefragt und wir haben abgestimmt. Und ja, 29% sind für The Room, 33% sind für Justice League und 38% sind für Avatar. Und ich muss sagen, ich habe wirklich auch, ich kann es gar nicht so sagen, weil ich finde, alle haben richtig gute Punkte angebracht. Und klar, Justice League ist, was Florentin wirklich richtig angemerkt hat, es ist wieder so ein seelenloser Geldfresser. Aber man muss halt auch hier hinzusagen, es ist nicht der erste. Ich fand dann auch andere DC-Filme wesentlich schlimmer, wie zum Beispiel Suicide Squad, der ein einziger Wust war. Und bei Justice League kamen halt noch gewisse Außeneinwirkungen dazu. Da kann halt keiner was für. Das ist halt. Es geht ja nicht darum, warum er schlecht ist. Es geht darum, ob er schlecht ist. Ja, ja, aber ich finde, da ist er halt noch nicht ganz so schlecht, weil der hat einen Anfang, der hat ein Ende, der hat irgendwas dazwischen und gewisse Storyverläufe. The Room hat nichts davon. The Room ist halt einfach ein Film, der alle Szenen und Ideen in den Raum reinwirft, ohne sie großartig aufzulösen. Das hat teilweise noch richtig schlecht gespielt, richtig schlecht gefilmt. Es werden Sachen einfach nicht erklärt. Es werden Sachen aufgebaut und nicht zu Ende geführt. Und es sieht alles saubillig aus und es ist sauschlecht gespielt. Rein von der Definition, handwerklich, von der objektiven Definition, ist The Room eigentlich der schlechteste Film von all diesen dreien. Ja, ja, aber nichtsdestotrotz ist es der einzige Film, dem ein Denkmal gesetzt wurde. Und ja, ich kann eigentlich jetzt auch wirklich anhand der ganzen Argumentation hier nur persönlich sagen, und ich bin bei Dominik Hammes und sage, Avatar ist ein Scheißfilm. Denn obwohl er vielleicht technisch eine Revolution losgetreten hat, kaschiert er diese Technik mit dem absolut übelsten Kitsch, mit der plumpesten Geschichte, die man schon mindestens 15.000 Mal gehört hat und gesehen hat, und verkauft das alles als große Innovation. Und dabei klaut James Cameron noch ganz dreist bei sich selbst. Und das finde ich einfach für einen Regisseur, der so viele großartige Filme vorher gemacht hat, echt beschämend, sich da auf die Nummer, absolute Nummer sicher zu verlassen und glauben zu können, dass nur die Technik über diesen Film hinweg hilft. Und der dann den Director's Cut noch macht, der 40 Minuten länger ist und die ganze Mythologie. Daniel. Ja, okay. Du bist kein Fan von Avatar. okay, also ich finde, sie haben alle drei wirklich gut argumentiert. Finde ich auch. Es ist extrem schwer. Dieses Mal muss ich sagen, ihr habt auch alle drei einen Punkt. Das heißt, zwei Leute werden so oder so ins Stechen gehen gleich. Es ist extrem schwer. Ich muss dazu sagen, Florentin hat am Ende gesagt, ein Film, der schlecht ist, kann keinen Spaß machen. Das ist einfach auch eine ganz subjektive Bewertungssache. Ich persönlich sehe das anders. Denn ich muss sagen, der Film kann Spaß machen und trotzdem kann ich aus filmmacherischer Sicht, aus analytischer Sicht, kann ich sagen, an diesem Film ist einfach 100% schlecht. Ich will The Room nicht
entgegenwerfen, dass er momentan einen Hype hat und Desasterartig und so, das klammere ich alles aus, sondern ich bewerte den Film, als ob ihn keiner kennen würde und Stefan ihn heute hier zum ersten Mal präsentiert hätte. Und ich glaube, dann würde man zu dem Ergebnis kommen und sagen, dass The Room der schlechteste Film der letzten 15 Jahre ist. Ich sage, es ist ganz eng. Wie gesagt, bei dir sage ich, Avatar sicherlich nicht der geilste Film, der je gemacht wurde, aber meiner Meinung nach auch wirklich nicht der schlechteste Film der 15 Jahre. Ich finde, da hast du zu wenig gebracht, um das zu sagen. Und bei dir, wie gesagt, das größte Argument, was du dir gefallen hast, musst gegen dein Plädoyer, ist, du hast nicht hundertprozentig rausgearbeitet, warum ausgerechnet Justice League? Und warum nicht einer von den vielen anderen Blockbustern? Hat mir bei dir am meisten gefehlt. Deshalb geht der Punkt an Stefan Titze. Wir machen Werbung. Nach der Werbung gibt es eine Stechenfrage zwischen Dominik Hammes und Florentin Will. Der Gewinner zieht mit Stefan ins Finale. Der Verlierer setzt sich zu Daniel auf die Couch. Es bleibt also spannend, bleibt dran. Hashtag Filmfights. Wir sind gleich zurück. Tschüss. Filmfights. Willkommen zurück bei Filmfights und es wird spannend. Schon qualifiziert fürs Finale hat sich nach anfänglicher Schwäche Stefan Titze, er kann sich jetzt erstmal entspannt zurücklegen. Ich kann es nicht glauben. Und es gibt ein Stechen zwischen Dominik Hammes und Florentin Will. Beide haben einen Punkt, deshalb gibt es jetzt eine Stichfrage. Ich erkläre ganz kurz, wie das funktioniert. Denn nach der Stichfrage, und deshalb kann ich das gleich mit erklären, kommt die Schnellraterunde. Die Stichfrage funktioniert genauso. Ich stelle eine Frage. Ihr könnt blitzschnell antworten. Derjenige, der zuerst antwortet, ist erstmal raus mit seiner Antwort. Das heißt, der nicht geantwortet hat als erstes, muss als erstes pitchen, hat dafür nur 30 Sekunden Zeit. Dann gibt derjenige, der als erstes was ausgewählt hat, die Antwort auch 30 Sekunden. Dann nochmal 15, 5, ich zeige mal auf Donald, weiß ja gar nicht, wie es ausgeht. 15, ja, also 30 Sekunden erst für den ersten Pitch und dann nochmal 15, um auch nochmal einzugehen auf den Gegner. Habt ihr das alle verstanden? Also wenn ich eine Antwort gebe, laufen 30 Sekunden für Dominik. Für Dominik. Genau. Und okay. Also das heißt, wenn er eine Antwort gegeben hat, gar nicht groß diskutieren oder so. Ich sag, wer schneller war. Ja, 30 Sekunden für die Antwort und für die Und die Erklärung, ja. Okay. Ja, es ist hart. Total hart. Deshalb konzentriert euch. Hier kommt eure Stichfrage. Seid ihr bereit? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Warte. Ready or not? Okay. Welcher ist der beste Pixar-Film und warum? Ab. Oh Gott, was sind Pixar-Film? Inside Out schon abgesagt. Inside Out schon abgesagt. Ja, er ist jetzt dran. Inside Out ist mit Abstand der beste Film, weil er ein unglaublich interessantes Konzept setzt. Und zwar erzählt er keine Figuren, sondern Emotionen als Figuren. Wir haben diese zwei Ebenen, die Emotionen und dann nochmal die Emotionen des Mädchens auf der Außenseite. Es ist unglaublich interessant gespielt, unglaublich gute Besetzung im Original synchronisiert, unglaublich lustig, traurig, mit einer unglaublich tiefen Message, dass es auch mal okay ist, traurig zu sein. Und für mich absolut Kinderfilm mit einer deepen Message und ich hatte viel Spaß und habe ihn oft gesehen. Okay, ich hätte jetzt noch 5 Sekunden gegeben wegen dem Anfang, aber alles klar. Inside Out. Dominik, du hattest jetzt ein bisschen mehr Zeit, 30 Sekunden für dich. Ab ist ein hervorragender Film, weil wir am Anfang direkt schon mal das Herz gebrochen bekommen. Wir bekommen eine komplette Lebensgeschichte, eine Liebesgeschichte in ganz kurzer Zeit. Man sitzt im Kinositz, wenn man das erste Mal sieht oder zu Hause und ist einfach so, was passiert hier gerade, was ist gerade los? Und nachdem diese Sequenz vorbei ist, ist man einfach so, okay, was auch immer du jetzt mit mir machst, Film, ich bin bereit. Und dann gibt es einfach ein schönes, positives Abenteuer, das im Alter spielt und das einen wunderbar abholt, begleitet und dann am Schluss auch nochmal einen runden Bogen spannt. Das ist einfach ein wundervoller Film, wo auch der Geist dieses kurzen Anfangs bis zum Ende da ist. Florentin, 15 Sekunden. Ab ist ein sehr trauriger Film, aber Inside Out ist zudem auch noch lustig und außerdem auch extrem traurig. Ich will mich noch mal erinnern an die Bing-Bong-Szene, wo ich wirklich im Kino saß und Tränen verdrückt habe. Es ist unglaublich emotional. Es führt einen dahin zurück, wo die Pixar-Filme stattfinden. Es führt einen zurück in die Kindheit und greift einen bei seinen tiefsten Gefühlen und erzählt eine unglaubliche Message und ist dabei unglaublich lustig. Das muss man sagen, dass Ab auch unfassbar traurig ist. Direkt am Anfang flennt man sich ja die Augen aus dem Leib und hinterher ist man die ganze Zeit, man Angst, dass dieser alte Mann zusammenbricht. Inside Out ist vielleicht ein bisschen zu komplex für viele Leute, muss man ganz ehrlich sagen. Und an einigen Stellen muss man sagen, es zieht sich diese Wanderei durch die Gegend, durch dieses Innere. Das dauert mir alles zu lange. Okay. Ich fasse kurz zusammen. Inside Out, Ab. Es ist fast unmöglich, das zu beantworten. Ja, Florentin sagt, Inside Out ist emotional, ist aber auch dabei lustig, hast die Originalstimmen nochmal erwähnt, Amy Poehler und so weiter seien da erwähnt.
Amy Poehler. Auch ab, bei beiden kam das raus, dass die Traurigkeit für euch da sehr wichtig ist. Ab natürlich der Anfang auch sehr traurig. Dein Argument gegen Inside Out, dass er sich auch ein bisschen zieht und vielleicht zu komplex ist. Du hast gesagt, ja, im Gegensatz zu Ab hat aber macht Inside Out vielleicht, also so habe ich es verstanden, auch Spaß, weil er lustig ist. Ich muss sagen, zu komplex fand ich jetzt Inside Out nicht. Ist für mich jetzt auch nicht wirklich ein Argument, warum Pixar, warum der Film dann schlechter sein soll. Ein komplexer Film ist nicht für mich automatisch dann auch ein K.O.-Kriterium. Es ist ultra schwer. Ich gebe den Punkt Florentin, weil ich finde, er hat es gut rausgearbeitet, dass Inside Out eben sehr traurig ist und diese Ebene zurück in die Kindheit führt, womit man dann auch als Erwachsener sehr gut connecten kann. Das hat mich jetzt in dem Moment mehr abgeholt und ich mag ihn lieber. es tut mir leid, irgendwie muss ich entscheiden. Dominik, es war ultra völlig knapp. Okay. Vielen Dank. Du darfst Platz nehmen bei Daniel Schröckert und ich gleich rächen an Florentin, wenn ich nochmal nach. Vielen Dank, dass du da warst. Daniel, wie siehst du es? Jetzt habe ich dich gar nicht gefragt. Ich habe jetzt einfach eine schnelle Entscheidung getroffen. Wie siehst du es? Zwischen diesen beiden Filmen ist natürlich sau schwierig, aber ich würde auch den Punkt Florentin geben, weil man muss mal sagen, Up hat einen wirklich fantastisch starken Anfang, aber danach, ne, so diese Suche nach dieser geeigneten Stelle, das zieht sich auch ganz schön. Und ja, ich muss sagen, da ist Inside Out doch etwas unterhaltsamer, meiner Ansicht nach. Und okay. Komplex natürlich sowieso. Ich freue mich, dass ich deinen Segen habe. Daniel Schröckert, mein Name. Wir machen jetzt weiter mit der Speedrunde. Das wird schiefgehen. Das wird schiefgehen. So, 5 Fragen haben wir. Sind es 5? Ja, ne? Wir haben 5. Das heißt, es wird definitiv ein Gewinner. Ich habe nur 2 Filme in meinem Leben gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, die könnt ihr beantworten. Die Fragen kommen allesamt aus der Community, wurden uns über das Hashtag Filmfights zugesandt. Vielen Dank dafür. Auch hier nochmal ganz kurz die Regeln. Ja? Nicht alle. Ach so, welche nicht? Na egal, kannst du jetzt nicht sagen. Aber fast alle. 30 Sekunden, wie gesagt. Das ist nicht viel. Gleiche Frage. Wer zuerst antwortet, bei dem anderen tickt sofort die Zeit. Ne? Hat Dominik gerade ein bisschen verpeilt. Also ich sag's nochmal, wenn Florentin zuerst antwortet, geht's direkt für dich los und umgekehrt. Also achtet da drauf. Die erste Frage lautet, welches ist die beste Sexszene? Anomalisa. Boogie Nights. Boogie Nights ist ein Film, der nur um das Thema geht. Du hast am Anfang etabliert, dass er eine Fähigkeit hat, Sex haben. Deswegen hat Mark Wahlberg da diese grandiose Sexszene, die ich so noch nie gesehen habe, ist einfach fast ad absurdum geführt, fast Tonstücke auf seiner Freundin aufführt. Ist der Plotpoint, der wichtigste Teil am Anfang des Filmes, weil das seine Reise lostritt, weil er nur eine Fähigkeit hat, nämlich Sex haben. Und wer kann besser vögeln als Dirk Diggler? Von daher ist es die beste Sexszene. Ja, wir haben bei Boogie Nights oberflächlichen Pornosex, irgendwie da kann ich mir auch ein Porno anschauen. Bei Anomalisa im Vergleich dazu haben wir einen intimen Sex zwischen Menschen, die sich lieben. Wir sehen mal in einem Film eine ganz andere Seite von Sex. Wir sehen einen unsicheren, schüchternen Sex, in dem man die Figuren auch kennenlernt. Wir haben durch die Dimension, dass es durch Knete gefilmt ist, auch ein Faktor, dass wirklich alles, ganz jede kleinste Berührung, jede kleinste Unsicherheit wirklich mit einer ganz starken Präzision und einer unglaublich tiefen Menschenkenntnis und einer enormen emotionalen und psychologischen Reife hier dargestellt wurde. Eine Sexszene, die ich so im Kino noch nie gesehen habe und die mich sehr getroffen hat. Bei Dirk Diggler geht dann die Reise los. Das tritt alles los. Du hast gesagt, dass es so noch nie gezeigt wurde, Emotionen und Sex bei Leuten, die sich lieben. Ich glaube, das hat man schon ein paar Mal gesehen. Ich finde, das so zu parodieren auf eine Art und trotzdem noch das war einfach sehr wenig Zeit. Ja, du hast völlig recht. In Boogie Nights ist die Sexszene ein Plotpunkt, aber in Anomalisa ist es eine Ausführung der Charaktere. Wir lernen sie besser kennen und es ist ein emotionaler Punkt, in dem die Figuren sich weiterentwickeln und essentiell hier in dem Film stehen. Und ich habe nicht gesagt, dass es um die Sexszene geht. Es geht darum, dass es eine Sexszene zwischen kein Pornostars sind, sondern echten Menschen, die Emotionen haben. Okay. Ich gebe den Punkt Florentin, ganz einfach deshalb, weil er die Sexszene beschrieben hat und du eher erklärt hast, dass die Sexszene wichtig ist für den Film. Deshalb gibt es hier einen Punkt für Florentin. Zweite Frage. Welcher ist der beste Bond-Darsteller? Daniel Craig. Pierce Brosnan.
Ey, all in. Okay, fuck, Zeit läuft ja. Pierce Brosnan hat furchtbare, die Filme waren furchtbar. Aber ohne Scheiß, obwohl die Filme so furchtbar waren, war es ein mega Bond. Er hat Spaß gemacht. Ich bin mit ihm groß geworden. Er ist ein fantastischer Darsteller. Der fantastisch, er sieht einfach aus wie fucking Bond. Und es macht einfach Spaß, ihm auf Leinwand zu gucken. Obwohl die Filme ein Haufen Grütze sind. Die sind furchtbar. Wenn der die neuen Daniel Craig-Filme spielen würde, wären die mindblowingly awesome. Sehr gut, die letzten 30 Sekunden. Ja, die Pierce Brosnan-Filme sind absoluter Trash. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Und auch er selbst bringt einfach überhaupt nicht die Coolness rüber und die Spannung und diesen Action-Held-Flair, den man hier sucht. Daniel Craig hat es geschafft, James Bond ins 21. Jahrhundert zu holen und hat mit einem enorm düsteren, ernsten Action-Ansatz es geschafft, hier die Figur zeitgemäß nochmal auf die Leinwand zu bringen und hat mit die besten Bond-Filme, mit Skyfall, auf jeden Fall in der Reihe geschafft. Ich weiß nicht, ob er Pierce Brosnan da überhaupt mithalten kann. Daniel Craig schafft es, die Coolness, die Härte, die Actionness und die Sex sind es perfekt rüberzubringen, die James Bond ausmachen. Die Frage war aber nicht, welcher Bond hatte die besten Filme. Die Frage war, wer ist der beste Bond? Und ich finde, Daniel Craig ist ein bisschen blass, obwohl er halt die besten Bond-Filme hat, ohne Frage. Sam Mendes hat einen fantastischen Job gemacht. Pierce Brosnan sieht besser aus. Er hat das perfekte Alter. Er sieht im Anzug besser aus als Daniel Craig und das muss ein Bond einfach so tun. Ja, überhaupt nicht. Daniel Craig kicks ass. Und das ist es, was an den neuen Bond-Filmen cool ist, dass er eben auch auf die Fresse haut und dabei seinen Stil behält und gleichzeitig auch noch als Schauspieler eine enorme emotionale Tiefe darstellen kann und die Entwicklung, die er zum Beispiel in Skyfall durchgelebt hat, vom gebrochenen Agenten, der es auch nochmal weiß für das Land, weiß für James Bond, die Figur sein muss, auch nochmal an die Leinwand kommt. Okay, mein Punkt geht an Stefan Tietze. Und zwar mit einem Satz, er sieht besser aus im Anzug und das muss und ich muss auch sagen, das Argument, Pierce Brosnan in den Sam Mendes-Film hätte ich auf jeden Fall Bock gehabt. Ja, mega, oder? Daniel Craig auch, macht die besseren Filme, aber sind es Bond-Filme oder sind es James-Bond-Filme? Wir werden es nie herausfinden. Wir machen, kommen zur dritten Frage. Bud Spencer Jesus oder Terence Hill? Bud Spencer. Okay, Stefan war vorne, das heißt, du fängst okay, an. Okay, Bud Spencer ist einfach die absolute Leitfigur. Terence Hill ist der Sidekick, ist der Nebendarsteller. Bud Spencer ist einfach legendär und steht für diese Art von Filme. Er haut einfach auf die Fresse und haut eigentlich geile Sprüche raus. Er hat unglaubliche Action-Szenen geprägt irgendwie. Er haut links und rechts drauf, er haut oben drauf. Der klassische Dsch-Effekt, das kann einfach so nur Bud Spencer. Und Terence Hill mag vielleicht cooler sein, aber die Bud Spencer und Terence Hill-Filme leben einfach von diesem trashigen Slapstick und auf die Fresse hauen und einfach oben drauf in einem coolen Spruch und das ist auf jeden Fall Bud Spencer. Du hast genauso wenig Ahnung von Terence Hill und Bud Spencer wie ich. Ich habe Terence Hill gesagt, weil der Name einfach leichter von der Zunge geht. Ich habe das Gefühl, als du die Frage gestellt hast, habe ich mich gefragt, was kann man jetzt schneller sagen? Und ich habe das Gefühl, Terence Hill ist so aggressiv vorne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ich weiß, dass Terence Hill ist der Größere, ne? Der Größere, Schlankere. Ohne Scheiß, nie Film gesehen, keine Ahnung. Gibt es eine Serie? Ist es ein Serie-Film? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Terence Hill, Bud Spencer, die schlagen sich und beide können gut schlagen, oder nicht? Beide haben gute Rechte, gute Linke. Wie du schon sagst, obendrauf auch mal nicht schlecht. Bisschen Äpfel reinbringen. Ich hab keine Ahnung, Alter. Du bist dran. Das ist aber auch beleidigend gesagt. Du hast 15 Sekunden. Ich hab keine Ahnung. Ich nutze die Zeit, um auf den Merchandise hinzuweisen, den ihr auch auf Rocketbeans TV kaufen könnt. Kauft euch interessante T-Shirts und Tassen. Vielen Dank für die Unterstützung. Willst du Werbung fürs Podcast-UFO machen? Das ist ein guter Podcast. Und NASA-Shirt gibt es jetzt bei uns zu kaufen. Okay, der Punkt geht an Florentin. Was? Naja, es geht nicht darum, wen man besser findet, sondern es geht darum, was hier gesagt wurde. Und Stefan hat selber zugegeben, dass er keine Ahnung hat, wer Terence Hill ist. Und Florentin hat ein gutes Argument gehabt. Er kann von der Seite hauen und er kann von oben hauen. Den Schlag, aber das ganz ehrlich, den Schlag von oben habe ich von Terence Hill, glaube ich, noch nie gesehen. Deshalb gibt es und das sind die Filme. Das war einfach die objektiv richtige Antwort. Für Florentin. Oh Gott. Für mich ist kein Argument zu sagen, man kann den Namen leichter aussprechen. stimmt nicht mal. Terence Hill. Bud Spencer. Okay, vierte Frage. Okay. Es steht 2-1 für Florentin. Das heißt, wenn Florentin jetzt die Frage beantwortet, hat er gewonnen. Welcher Film sorgt garantiert für Tränen? E.T. Prinzessin Mononoke.
Wow. Prinzessin Mononoke ist einfach ein unglaublich berührender Film, der es schafft, sowohl die Verbindung mit der Natur als auch der Figuren untereinander darzustellen. Wir haben unglaublich tragische Figuren, die einerseits eigentlich das perfekte Liebespaar sein können, die aber durch die Zugehörigkeit zu ihren unterschiedlichen Ständen und kulturellen Instanzen auseinandergerissen werden. Wir haben unglaublich emotionale Szenen, die die Sinnlosigkeit von Krieg, die Sinnlosigkeit von Gewalt gegen Tieren und die Natur darstellt. Es ist auf einer emotionalen Ebene sehr traurig, es ist auf einer moralischen Ebene extrem traurig und am Ende ein Film, der jeden berührt hat und wer da nicht eine Träne verdrückt, der ist kein Mensch. E.T. ist ein fantastischer Abenteuerfilm, der um dieses kleine Alien-Ding dreht. Der einfach fantastisch, der einfach, also das ganze Set-Design ist fantastisch, das Puppendesign ist fantastisch. Du liebst diesen kleinen Charakter, der aufgenommen wird von dem Jungen und seinem Bruder, die gerade eine Scheidung durchmachen, glaube ich. Und tatsächlich ist es einfach eine hochberührende Geschichte, wie er sich um dieses fremde Wesen kümmert. Es geht darum, wie er seinen Platz in der Welt findet. Und das Ende ist einfach auf Tränen aus. Das ist auf Tränen aus. Der Regenbogen ist einfach das Finale des Films. Ja, du hast völlig recht, das ist eine interessante Puppe und gutes Setdesign, aber wirklich traurig ist es nicht. Es hat ein Happy End und es ist im Endeffekt ein Kinderfilm, wo nicht wirklich so schlimme Dinge passieren. Bei Prinzessin Mononoke haben wir wirklich Hardcore-Szenen, wo Figuren, die man lieben gelernt hat, von innen von Würmern aufgefressen worden wird und die Prinzessin Mononoke, die verzweifelt versucht, sie zu retten. Das sind einfach starke emotionale Momente. Bei E.T. weint jeder. Das Ende, das Finale ist darauf geschrieben. Es ist kein Happy End. Natürlich, und das ist auch das Ambivalente daran, Tränen kann man nicht nur vergießen bei Happy Ends, sondern auch bei Traurigen. Das ist das Ambivalente, was beim Ende schon rauskommt, weil er sich verlässt, aber natürlich auch sein neues Leben beginnt wieder. Was sagen Dominik und Daniel? Ich finde es schwierig. Oh, das ist jetzt wirklich hart. Ja? Also, ja. Bitte nicht falsch verstehen. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Mononoke ist ein fantastischer Film. Aber ich muss sagen, dass E.T. bei mir doch der größere Tränenzieher ist, weil diese Beziehung zwischen der Boy und his Monster, das ist etwas, was jeden, also der Freund, den man ziehen lassen muss, das ist etwas, was jeden eigentlich, glaube ich, kleinen Jungen in uns anspricht oder jedes kleine Kind. Und Mononoke, wirklich, alles, was Florentin gesagt hat, es stimmt hundertprozentig. Es ist wirklich toll. Aber ich muss dazu sagen, persönlich gesehen, sind mir die Figuren ein wenig auf Distanz geblieben. Und dementsprechend würde ich da den Punkt für E.T. geben. Dominik? Sehe ich eigentlich ähnlich. Aber ich muss dazu sagen, ich habe den anderen Film auch nicht gesehen. E.T. habe ich aber geweint. Du hast den anderen Film nicht gesehen, damit meinst du? Damit ist meine Meinung quasi nichts wert und du musst Schröck als Punkt nehmen. Okay. die hassen mich hier schon. Mononoke ist super, bitte. Er ist wirklich super. Aber es geht aber nicht darum, welcher der beste Film ist, sondern welcher sorgt garantiert für Tränen. Und es muss auch da an der Stelle nochmal sagen, es geht auch darum, wie hier argumentiert wird. Deshalb, ich muss auch sagen, E.T. persönlich, würde ich sagen, gebe ich dir recht, aber du hast es meiner Meinung nach überhaupt nicht ausgegeben. Du hast auch keine Zeit, Leute. Naja, du hast dauernd gesagt, ein Film, bei dem jeder heult. Und ich habe in meinem Kopf die ganze Zeit gedacht, warum? Sag doch, warum? Warum heult man? Und das ist dir irgendwie nicht so richtig über die Lippen gekommen. Und es gibt schon die Szenen, wo E.T. fast stirbt und dass der körperlich verbunden ist mit E.T. und das mitleidet. Diese Symbiose, wie sie zusammenwachsen und dann der Trennungsschmerz, den du angeschnitten hast, auch mit der Scheidung. Da hast du nicht das Potenzial von E.T. ausgeschöpft. Bei Mononoke gebe ich Daniel eigentlich recht. Die Charaktere lassen mich doch eher kälter übrig. Liegt vielleicht auch am Medium. Aber Florentin hat es trotzdem besser rübergebracht, warum für ihn persönlich der Film ihn zu mehr Tränen rührt. Und deshalb kriegt Florentin den Punkt und ist damit der Gewinner von Filmfights. Dankeschön. Nummer 2. Ey, dass ich da nicht sitzen muss, ist alles. Ey, ich wollte die letzte Frage noch hören. Ja, yes, gerne. Was ist der aktuell schlimmste Hollywood-Trend? Justice League. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Schnurrbärte wegreduzieren, weil man gerade einen anderen Film meint, drehen zu müssen. Entscheidet euch mal. Das ist aber echt eine schwere Frage tatsächlich für so eine. Schwer, ist hart. Schnell für die nächste Runde. Ja, jetzt, wo wir sie kennen, ist das ein bisschen witzlos. Was würdest du denn sagen? Was ist der aktuell schlimmste Hollywood-Trend? Ja, Reboots. Franchise auf Teufel komm raus. Ja, ich würde sagen J.J. Abrams, aber okay. Wow. So, das war's. Herzlichen Glückwunsch, Florentin. Dankeschön. Ist nach Sophie Dankeschön. Der zweite Gewinner hier von Filmfights. Wir hoffen, es hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich kann sagen, wir brauchen alle jetzt erstmal eine kalte Dusche. Ja, auf jeden Fall. Es macht einen wirklich fertig. Egal. Ja. Also ich kann sagen,
diese Position hier ist nicht besser als diese, auf eine andere Art und Weise auf jeden Fall. Ey, aber du hast es echt super gemacht, das sage ich nicht nur, weil ich gewonnen habe, sondern ich finde, du hast es wirklich fair gemacht und du hast auch gutes alles zusammengefasst und ich finde, es war fair und ich hoffe, ihr seht das genauso. Du weißt, was du gesagt hast, du hast gute Connections zu Drehbuchautoren und Filmemachern. Auch mal gucken, was ich da machen kann. Stefan, vielen Dank, ich finde, es war heute wirklich ein sehr spannender, es war wirklich auch sehr knapp dieses Mal. Extrem. Du hast auf jeden Fall hinten raus die richtige Entscheidung getroffen, das war, ich versuche mich zu bessern, nächstes Mal bin ich in der Rolle des Judges, freue mich auch schon auf diesen Job, ich bin gespannt und freue mich auf eure Ideen und genau. Pitches vor allem. Ja, und auch nochmal großen Dank an Dominik natürlich, der hier nicht unerwähnt bleiben soll. Danke. Es war eine ganz knappe Geschichte. Vielleicht bist du auch ein bisschen froh, dass du diese Quickrunde nicht die Couch musstest. Ist so bequem, ganz ehrlich. Ich finde, du warst, also wirklich, heute waren alle Gewinner. Außerdem natürlich Daniel Schröckert. Vielen Dank, Daniel, dass du heute auch mir ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Auch. Ab sofort immer Filmfights, ich glaube, das kann man so sagen, jeden ersten Freitag im Monat. Oh. Ich wollte sowas heute schon immer mal sagen. Geil. Der erste Freitag im Monat, ab sofort immer Filmfights. Außerdem demnächst das erste Spin-off schon. Wie bei jeder erfolgreichen Serie, nach einer Folge gibt es ein Spin-off. Mit Gamefights, da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und das war's. Planfights. Die besten Pflanzen. Bookfights. Wann ist Gamefights? 14.02. Ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird ein großer Spaß. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sind erstmal raus. Ich danke fürs Einschalten. Also, aber danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, Sophie noch hin. Filmfights.